Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Hier ist euer PokéScout24, nicht alleine, sondern heute mit dem guten Denix für die einzig wahre Kaderanalyse. Danny, was geht ab? Ja, servus, was geht? Alles frisch bei dir? Normal, normal. Also nachdem ich mir jetzt die letzten Tage diese ganzen Imposter reingezogen habe, wird es Zeit, dass die OGs die Kader ranken. Und ich hoffe, du bist auch schon ready dafür und dir geht's auch sonst gut. Ja, mir geht es soweit gut, auch wenn ich die internen Kader-Rankings bei uns nicht nachvollziehen kann. Aber wie du schon sagtest, wir werden jetzt mal hier zeigen, wie man wirklich Kader rankt. Das ist true, das ist true. Ich fand die Kader-Rankings ja an sich gar nicht so schlecht. Es wurden gute Sachen gesagt. Es wurde auch viel Mist erzählt zwischendurch tatsächlich. Bei manchen mehr als bei anderen. Und wir ranken einfach nicht frei Schnauze, sondern wir haben uns diesmal ein vernünftiges System ausgedacht, wie wir das Ganze machen wollen. Und zwar kann jeder Kader von uns eben maximal 100 Punkte erreichen, wo jeweils 50 von dir und 50 Punkte von mir vergeben werden. Sollte man am Ende bei 0 bis 20 Punkten landen, dann kommt man ins Mülltier. Von 20 bis 40 Punkten in das Tier Weird Flex Bro. Von 40 bis 60 hat man einen grundsoliden Kader, ist ja auch das Mittelfeld. 60 bis 80 ist ein Böllerbus, der dann losfährt. Und 80 bis 100 Punkte, also dann sind wir bei unserem allseits heiß geliebten Tier. Ihre Eltern sind nicht da, denn wir wissen, was dann passiert. Ja. Danny, willst du mal kurz erklären, wie sich die 50 Punkte, die wir jeweils vergeben, zusammensetzen? Ja, kann ich gerne machen. Also wir vergeben quasi diese 50 Punkte in fünf Kategorien, wo man maximalst pro Kategorie 10 Punkte vergeben kann. Das ist einmal die Offensive. Also wir bewerten einmal die Offensive, wo man 10 Punkte sich maximalst abstauben kann. Die Defensive, gleiches Spiel auch da. Dann die Cores bzw. Synergien, denn es gibt ja klassische Cores, nach denen man am besten auch sein Team aufbaut. Utility, ne, also wie flexibel ist der Kader? Hat der zum Beispiel irgendwie einen Rocker oder sowas dabei, ne? Nur mal als Beispiel. Und nochmal 10 Punkte kann man maximalst für unsere persönliche Präferenz abgeben, weil warum sollten wir hier nur objektiv bewerten, wenn wir auch starke subjektive Meinung haben? Auf jeden Fall true. Ich möchte noch kurz dazu sagen, du hast die Cores angesprochen. Ja, die sind auf jeden Fall Bestandteil dieser Kategorie, aber auch wenn man jetzt nicht die Cores voll gemacht hat, kann man ja trotzdem noch gute Synergien haben, die jetzt nicht die Ja, klassischen klar. Cores sind und das bewerten wir auch mit. Genau. Ja, Logisch. dann haben wir jetzt, glaube ich, klar gemacht, wie wir eure Kader runterreden werden und können dann eigentlich rein in die Masse starten, würde ich sagen, oder? Fangen wir doch mal mit dem ersten Kader an und das wäre der Kader von Nico. Nico hat im Draft eine relativ schlechte Position gehabt, nämlich relativ weit unten, aber auch noch nicht so weit unten, dass es einem Double Pick gleich käme. Und ich finde, das, was er daraus gemacht hat, ist insane geworden. Es ist ein sehr, sehr starker Kader. Wollen wir mal in die Offensive rein? Jo, gerne. Ja, dann let's go. Also da fällt der Blick auch nicht schwer. Er hat Katana, ist ein Mon mit 181 Attack. Klar ist das Offense. Dann ist noch Urshifu am Start mit 130er Attack. Der böllert auch ordentlich rein. Habe ich ja auch selber schon gespielt. Volcanion auch mit 130. Neuwan ist jetzt nicht so die offensive Böllermaschine, aber die beiden Steps mit Draco und Hurricane hitten halt trotzdem hart. Und dann hat er noch Heliolisk, den ich auch noch so unter die Offensive zählen würde. Und ab und an auch die Eisscheibe im D. Aber ich würde sagen, das ist ordentlich offensive Gewalt, die er da mitbringt. Das wird schwer sein, dagegen Checks zu bauen, weil sich insbesondere Katana und Volcanion da ziemlich gut ergänzen, weil Katana hat erhebliche Probleme gegen defensive Grass-Types oder auch Steel-Types, maybe, je nachdem, vor allem gegen die Flying-Steel-Types, weil die auch noch den Kampf-Moves resisten, weil Katana, glaube ich, Sancto-Klinge. Und ja, da kommt dann einfach Volcanion rein und breakt die dann für Katana. Deswegen würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr starke Offensive, die Nico da aufbieten kann. Und da würde ich auch schon in die höheren Punktzahlen gehen, weil dafür, dass wir 14 Teilnehmer sind und nicht so viele Mons zur Verfügung standen, ist das schon eine sehr harte Offensive. Ich glaube, da wäre ich so bei 7 bis 8. Ich glaube sogar 8 Punkten. Maybe 7. 7 bis 8. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wie siehst du das? Ja, ich gehe da in eine ähnliche Richtung, muss ich sagen. Also, wenn du dir einfach wirklich tatsächlich diese Offensive anguckst, ne? Also, was schmeißt du in Katana gern rein? Schwierig. Was schmeißt du in Urshifu gern rein? Schwierig. Was schmeißt du in Volcanion gut rein? Schwierig. Ne? Allein die drei aus den oberen Tiers.
Also da aus dieser Kombo alleine von diesen dreien auch irgendwie einen Check zu finden, wo du relativ entspannt auch dann, weiß ich nicht, vielleicht dir selber dann wieder irgendwie die Überhand holst, ist wirklich hart. Und wie du schon sagtest, dann auch eben die kleine Echse da unten im C, die kann auch richtig gut reinböllern. Neu war mit den Steps. Also im Prinzip alles, was du gesagt hast, da geh ich mit. Und also was die Offensive angeht, ist er auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Es ist halt die Frage, wie viele Punkte wollen wir da vergeben? Nicht, dass wir uns direkt am Anfang in die Gyros-Bomber-Falle setzen. Und dann. Ja, Grüße gehen raus, an die Jungs von Calcio Berlin. Also ich bin bei 7 bis 8 Ist Punkten, weil es geht noch besser, aber es ist schon wirklich ein Brett zu Beginn. Also das ist ein absolutes Brett. Man könnte noch, also klar, es geht immer besser, indem man einfach noch mehr offensive Mons draftet. Deswegen 10 Punkte wird auch niemand erreichen. Glaube ich zumindest nicht, weil das wäre nur der absolute HO-Kader. Deswegen glaube ich 7 oder 8 Punkte, maybe aber vielleicht doch 8 geben, weil das schon rein zimmert. Aber I don't know. Wie viel würdest du geben, Danny? Machen wir es mal kurz. Also ich bin bei 8, ganz klar. Also ich habe so grob im Kopf, was die anderen in Offensive haben und an diese offensive Gewalt kommen nicht viele ran. Ich wäre schon bei 8. Okay, dann machen wir es jetzt einfach ein bisschen unterschiedlich. Ist auch kein Front an Nico. Ich hab ja gerade erklärt, wie ich das sehe. Wenn du 8 gibst, vergebe ich einfach mal 7 in der Offensive. Weil wir ja beide der Meinung sind, das ist eine der besten Offensiven, die wir in der Liga haben. Defensive. Damit hat er auch tatsächlich im Draft angefangen, nämlich mit Gala Slowking und Mendebas. Ist ein unglaublich starker defensiver Core. Das wird richtig, richtig widerlich, da durchzubreaken, weil Mendebas einfach den beiden einzigen heftigen Schwächen, die Gala Slowking eben hat, nämlich mit Ground und Dark, den, ach ja, und auch Ghost natürlich, ne? Mendebas resistet allen dreien, beziehungsweise ist immune to Ground. Ja, und Gala Slowking deckt halt Mendebas Schwächen jetzt nicht allzu optimal ab, aber dadurch, dass du Mendebas häufig mit speziellen Attacken angreifst, mit speziellen Electric Moves etc. pp., dann switcht er einfach Gala Slowking rein mit der AV und frisst die auf. Also wird ein bisschen räudig. Volcanion kannst du auch gut defensiv spielen, der ist ziemlich bulky. Pampros im C natürlich auch ein sehr, sehr defensives Groundmon. Also es ist auch tatsächlich sehr, sehr gute Defensive, die er da am Start hat. Und da wäre ich schon wieder im Bereich, wo ich sage, 7 Punkte wären hier angemessen. Allein schon, weil sein Core aus Gala Slowking und Mendebas extrem gut funktioniert. Wie siehst du das? Ja, bin ich. Ich bin da bei dir. Ich finde, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Defensive sticht nicht so heraus wie die Offensive, weil die Offensive ist hier schon das Prunkstück. Aber die Defensive ist halt auch nur marginal schlechter, ne? Also, wie du schon sagtest, du hast Lashoking, Mandibas und das Pferdchen, die wirklich defensiv vieles wallen oder wallen können, weil die sich auch sehr, sehr gut ergänzen. Und was Schwächen und Stärken eben angeht. Aber dann hört es auch teilweise schon so auf. Also Ulanga würde ich jetzt nicht so als Defensive betrachten. Der ist halt eher so Der ist Utility-Mon, kann genau. alles irgendwo ein bisschen, genau. Die Eisscheibe kann defensiv sein, zumindest speziell. Speziell Aber hält hier wenn ein einiges aus. bisschen, Ja, ich hatte die ja letzte Season, ja. aber wir alle wissen, wenn sie dann so eine wirkliche Rolle erfüllen soll als defensives Mon, dann macht sie das auch mehr schlecht als recht. Deswegen ist sie auch im D-Tier. Was man aber auch nicht unterschätzen darf, ist zum Beispiel Katanas Defensive, ne? Also, die ist halt auch schon echt gut. Klar, willst du nicht unbedingt mit dem dann defensiv unbedingt Nee, irgendwas machen, nee. aber er kann. Aber er kann. So. Na, Also zumindest ja. physisch. Kann er ein bisschen was. Auch physisch ist das schwierig. Auch physisch ist Katana Ja. schwierig. Er hat einen hohen defensiven Stat, ja, aber er hat eine unfassbar niedrige KP-Base und dadurch, wegen seines Typings, was ihm defensiv ein bisschen im Weg steht, weil er auch beispielsweise dann als Grassmon den Ground Attacks nicht resistet, etc. pp. Ja, I don't know, ob ich den jetzt noch so zur Ich Defensive zählen soll. zähle den auch nicht als Defensive, aber man muss sich trotzdem vor Augen führen, dass das nicht nur einfach irgend so ein Blatt Papier ist, was man mit jedem Move komplett aus dem Leben schallern kann. Ne, ein Ne? Das, physischen Hit kann er nehmen, aber dann hört's auch auf. genau, das wollte ich damit sagen. Aber ja, zum Beispiel auf Volcanion ist halt so ein Bulky Offensemon, was sehr, sehr viel aushält, grundsätzlich, auch wenn da natürlich so ein paar Schwächen dann bei sind.
Ich wäre so bei der Defensive, ich fange einfach mal an bei 7 Punkten. Ja, ich gebe auch 7, weil ich finde, er hat gute Offensive, gute Defensive. Ich sehe da, ich würde da keinen großen Unterschied machen und auch 7 Punkte vergeben. Let's go. Ja, notierst du dir eigentlich die Punkte oder muss ich mir auch Notizen Ach machen? so, ja, ich kann mir auch deine mitnotieren. Ist kein Problem. Sonst mache ich das, kein Ding. Nein, 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 ich schreibe jetzt mit. Alles gut, denke ich. Okay, alles klar, Mach dir super. keine Arbeit. Ist alles gut. Ja, perfekt. So, Perfekt. Cores und Synergien. Ich lege direkt erstmal los mit der obligatorischen Core-Überprüfung. Den Fantasy-Core hat er voll mit Katana, Neuvan und Grimmsnarl. Neuvan ist dabei aber der Einzige, der seine Rolle so wirklich gut erfüllt. Grimmsnarl ist eine geht so Fairy. Ich habe den ja auch mal gedraftet. Der macht halt nicht das, was Fairies normalerweise machen. Ja, er checkt ja auch die Fighting Mons allein schon nicht, etc. Ich sag viel etc., da müssen wir jetzt mit aufhören. Katana ist auch nicht der typische Steel-Type, weil er eben auch nicht das macht, was ein Steel-Type macht, aber er hat den Core erstmal grundsätzlich voll. Er hat den Firewater Grass Core nicht voll. Dafür hat er zwei sehr starke Doch, Watermons. den hat er voll. Den hat er voll. Wo ist denn Er hat sein Grass-Type? Katana. Ach ja, Katana ist ja auch ein Grass-Type, stimmt. Stimmt, actually. Ja. Ich vergesse bei Katana immer das zweite Typing irgendwie. Naja. Okay, er hat beide Cores voll. Und was ich an Synergien sagen muss, da ist, wie gesagt, die defensive Synergie zwischen Galar Slowking und Mandibuzz ist halt einfach insane. Dadurch, dass seine Cores, also er kann jetzt Katana schlecht in Water Moves rein switchen, was du als Grassmon normalerweise tust. Dafür hat er aber wiederum Volcanion, der das auch gut macht. Je länger ich drauf gucke, desto besser finde ich den Firewater Grass Core eigentlich. Weil Das wohl. ist nämlich eigentlich auch das, was ich gesagt hätte. Also der ist schon ziemlich, ziemlich gut, weil die sich sehr, sehr gut ergänzen. Ja, Volcanion halt vor allem durch seine Fähigkeit noch, ne? Und sein Dual-Typing passt ja da, also synergiert ja da ziemlich gut. Ja, Ja. actually stimmt das. Volcanion kannst du ordentlich mit Ground Attacks umschallern. Da kommt dann aber wieder Neuvan rein oder Mandibuzz. Da hat er auch verschiedene Switch-ins und Synergien. Ja. Ja, ist gar nicht so bad, actually. Nee, sehe ich nämlich genauso. Also dieser Grass Fire Water Type Core, der gefällt mir sehr gut. Der gefällt mir wirklich gut. Der Fantasy Core, ja, der ist okay, aber sowohl die Fee als auch das Steelmon sind halt nicht zumindest für die Rolle gedacht, die dieser Core eigentlich darstellen sollte. Aber ist immer noch zumindest vorhanden. Ja. Was würdest du sagen? Also ich finde es tatsächlich schwierig. Also Cores sind grundsätzlich alle erfüllt. Er hat alle Typings eigentlich am Start, die so relativ wichtig sind. Wie gesagt, Hat den defensive Ghost Type. Synergien, offensive Synergien, das passt alles ziemlich Ja. gut. Eigentlich ist jeder Type, vor allem Offensive, halt vertreten, den du so gerne hättest. Er hat natürlich kein Bulky Watermon, so im klassischen Sinne. Volcanion weiß ich nicht, inwieweit man das als Bulky Water zählen sollte. Aber da sind wir auch wieder oben mit dabei. Ja, also ich glaube, also für die ganz, ganz obere Punktzahl würde mir tatsächlich in diesem Kader noch irgendwie so eine Art Ghost-Type fehlen, den du easy in so Fighting-Moves reinschicken kannst. Ja, gut, ja gut, dafür hast du aber Galar Slowking, der resistiert Ach, dafür vierfach. hast du halt Slowking, ne? Das ist halt dann wieder, ja, der resistet das halt ganz okay, würde ich mal sagen. Ja, vierfach, let's go. Ja. Ja, da macht dieser fehlende Ghost halt eigentlich dann kaum was aus. Und ich muss sagen, boah, ich bin da irgendwo bei 8 oder 9 Punkten sogar irgendwie. Ja, ich gehe auch rein in die Masse und vergebe da 8 Punkte. Ich dachte, dass ich hier ein bisschen was kritisieren könnte, aber actually, je länger ich mir das angucke und drüber nachdenke, nope, 8 Punkte rein. Ja, komm, ich mach 9. Ich finde das eigentlich ziemlich gut. Ja, ich doch auch, deswegen vergebe ich doch 8 Punkte. Alright, alright, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Utility. Und da sehe ich so die ersten Schwächen des Teams, die aber logischerweise auch einfach passieren, wenn du dir so solche Böllermonster reinholst. So, das ist dann irgendwann einfach so. Er hat zwar ordentlich Defog-Optionen mit Mandibuzz, Neuvan,
Volcanion und wie ich gerade erfahren habe, auch Katana. Katana kann auch Defog. Lol, okay. Dann mach halt. Willst du natürlich unbedingt darauf spielen. Er hat einen Spinner im D-Tier, den er wahrscheinlich relativ selten mitnehmen wird, wenn ich mir so seine High-Tiers angucke. Selber Hazard Game ist allerdings relativ weak, weil sein Galaslowking keine Toxic Spikes kann. Der kann übrigens auch kein Toxic, was auch ein bisschen wack ist. Und er hat die Rocks auf Mudsdale. Und das waren, glaube ich, dann auch seine einzigen Hazards, wenn ich das richtig sehe. Utility hat er natürlich noch dabei, dass er die Screens setten kann. Oder auch mal eine Prankster T-Wave rausballern kann mit Grimmsnarl. Das muss man auf jeden Fall auch noch gut bewerten. Und er hat Momentum. So Urshifu mit der U-Turn, Mandibuzz mit der U-Turn, Neuvan mit der U-Turn, Heliolisk mit dem Volt-Switch. So, aber Katana und Volcanion, die kriegst du halt dann nicht so einfach raus, aber du kannst ja dann immer wieder in Galaslowking gehen und der kann dann auch wieder rausgehen, recovert sich wieder. Das passt alles soweit schon, aber Utility-mäßig würde ich ihn trotzdem wegen des relativ schlechten Hazard-Games auf seiner Seite, was eigentlich ganz gut gepasst hätte, wenn du so Breaker und Sweeper wie Katana hast oder Urshifu, dann wäre da ein besseres Hazard-Game noch nice gewesen, aber man kann ja wie gesagt auch nicht alles draften mit 11 Kaderplätzen. Deswegen bei Utility würde ich glaube ich so Richtung 5 gehen, weil er doch noch Utility hat. Also es ist nicht wack, aber es ist auf jeden Fall der schwächste Teil des Kaders. Was ich weiß nicht, ob wir das bei Utility reinpacken noch, ist Speed Tiers. Die sind grundsätzlich zwar da, aber ich sag mal, die offensiven Breaker, die sind wiederum dann alle nicht so ultra schnell. Also klar, Katana mit 109 Speed ist gut, wird aber halt von jeglichen 110er Mons immer dann outspeedet und davon gibt es ja so ein, zwei in der Liga. Bei Urshifu halt eben dasselbe. Klar, die brechen halt durch, aber wie gesagt, man kann halt im Zweifel immer was Schnelleres dann reinschicken, wenn irgendwas gestorben ist und setzen halt wiederum ihn unter Druck. Und also mir fehlt da halt so ein offensiver Breaker, der irgendwie 110 plus Speed hat. Und das hat er halt einfach nicht. Weißt du? Ja, das ist wahr, das ist wahr. Also Neuwand, klar, der kann auch mal was breaken, aber dann musst du ihn halt spexen. Und er muss seine Moves hitten. Genau. Das aber kommt auch noch dazu. aber Speed-Tiers sind trotzdem dadurch, wie gesagt, dass wir 14 Teilnehmer waren und nicht so die größte Auswahl hatten, dadurch, dass so viele Keine andere Frage. Leute was weggepickt haben, hat er einen guten Speed auf jeden Fall am Start. So Er hat 103. ja auch jedes Speed hier erfüllt. Das sage ich ja gar nicht, ne? Aber wie gesagt, mir fehlt das halt bei den Breakern, dass da so ein bisschen noch so der Push nach vorne kommt. Ja, ist true, ist true. Also ich wäre so bei 5 Punkten bei Utility. Wo wärst du da so? Ganz ehrlich, da gehe ich mit. Alright, bisher sind wir uns ziemlich einig. Interessant. Das wird sich dann jetzt bei der persönlichen Präferenz vielleicht ändern. I don't know. Wahrscheinlich. Ich muss roundabout sagen, mir gefällt der Kader sehr gerne. Ich gucke mir immer andere Kader an und denke mir, würdest du den selber gerne spielen wollen? Und da muss ich sagen, jo, das wäre ein Kader, den würde ich 1:1 so übernehmen und würde auch damit spielen und hätte meinen Spaß. So, er kriegt Pluspunkte dafür bei mir, dass er sein Signature gedraftet hat und dass er endlich mal Volcanion in die Liga gebracht hat. Volcanion und Katana sind zwei Mons, die ich sehr, sehr feier persönlich und dass die endlich jetzt mal in die Liga kommen. Ja, Liga 2 zählt nicht, Henning, tut mir leid. Fühle ich auf jeden Fall sehr. Ich mag das Team und ich glaube, da würde ich 8 Punkte geben. Ja, also ich gehe in eine ähnliche Richtung auch da wie du, muss ich sagen, weil das Einzige, was mir an dem Team halt gar nicht gefällt, und es ist eigentlich falsch, das von mir zu kritisieren, weil das ist bei mir auch nicht so krass am Start, ist, dass da einfach irgendwo das Hazard-Game fehlt. Was, wie du schon sagtest, in dem Team halt richtig gut wäre, weil du halt eben im Zweifel selber auf deiner Seite die Hazards defoggen könntest und halt dann ihm, dem Gegner, ja, die Rocks oder ähnliches dann hinlegen kannst und das nur mit Mudsdale machen zu können. Also du weißt halt im Zweifel, wenn Mudsdale mitkommt, hat er wahrscheinlich die Rocks dabei. Das fehlt mir so, aber wenn ich mir den Rest angucke, mein Gott, also mit so einer offensiven Gewalt, da geht man schon gerne rein. Ne? Also so ein Ja. Katana und Urshifu allein im S, da musst du dich halt immer darauf vorbereiten, in jeder Lebenslage, vor allem auch, weil gerade bei Urshifu Coverage ein Ding ist. Und mir gefällt er gerade auch wirklich gut. Ne?
Das ist wirklich mit den Synergien und allem drum und dran. Bin ich auch bei 8 Punkten, muss ich sagen. Bist du auch bei 8? Alles Bin ich klar. auch bei 8, ja. Ja, sehr schön. Dann vergebe ich insgesamt 35 Punkte an Nikos Kader. Du vergibst insgesamt 37 Punkte. Und das macht insgesamt 72 Punkte für den ersten Kader. Also hat er ordentlich schon mal abgeliefert und ist damit auch am oberen Ende von der Böllerbus fährt los. Ja. Genau da habe ich den Kader auch von vornherein eigentlich gesehen. Ja, geht mir ähnlich. Bei der ersten Einschätzung. Ja, sehr, sehr nice. Fühlt man auf jeden Fall. Kommen wir doch mal direkt zum nächsten Kader und das ist der Kader von Max. Max hatte eine noch schlechtere Position in der Draft-Reihenfolge und hat es irgendwie geschafft, dass Thorntree zu ihm durchgekommen ist. Es ist wirklich verrückt. Ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Aber gehen wir mal rein in die Masse, Danny. Fang du doch jetzt diesmal an mit der Offensive. Ja, was soll ich sagen? Die Offensive ist halt gegeben. Ne? Du hast mit Gortrom ein sehr, sehr gutes Böllermon. Lycanroc im A, endlich auch mal in der Liga. Ich weiß nicht, ob er schon mal in Liga 2 war, aber das zählt ja nicht. Bin ich auch sehr gespannt. Der ist auch unfassbar ekelhaft. Auch da ist die Coverage halt insane und ballert halt auch alles um. Tornadus kann eine ähnliche offensive Rolle einnehmen. Ne? Da ist auch Setup möglich. Der kann dann den Orkan auch mal rausschallern. Und auch Magnezone und Lucario im B dann sind durchaus gefährlich offensiv. Ne? Die bringen True. jetzt nicht die grundlegende Offensive mit, aber wenn du da irgendwie in die Position kommst, gerade mit Lucario dich vielleicht dann auch zu setupen, plus dem Extreme Speed, was er ja auch kann, kann das reinschallern. Muss aber sagen, mir gefällt das offensiv nicht ganz so wie bei Nico. Definitiv, ja, da bin ich ganz bei dir. Ach so, du wolltest jetzt an mich übergeben. Ja, also ich hätte jetzt einfach mal das Ganze stehen gelassen und dir das Zepter in die Hand gegeben. Okay, nice. Ja, wie du schon gesagt hast, Gortrom, Lycanroc fühlt man. Die finde ich richtig, richtig gut. Ansonsten ist der Kader, was Offensive angeht, ein bisschen. Ah, ich meine, Tornadus ist kein Breaker. Der kann hier und da mal Schaden austeilen, ist halt der beste Pivot im Game, so. Der wird seine Rolle einnehmen. Der kann auch hier und da, wie du schon gesagt hast, wenn er den Hurricane hittet, auch mal Schaden rausballern. Vor allem Regenerator, du kannst ihm den Life-Orb geben. Wobei du den Life-Orb auch häufig auf Lycanroc haben willst. Deswegen, da sehe ich so eine kleine Schwierigkeit, wie der Max seine Items da verteilt. Magnezone knallt rein, Lucario knallt rein, sind aber jetzt nicht die reliabelsten Offensive Threats. Ich würde gerne noch kurz auf Sabayone eingehen. Der kann mal gefährlich werden. Er hat das Grasfeld dabei. Das heißt, diese Entlastung ist relativ einfach zu triggern. Und wenn der eine Belly Drum rausbekommt, dann sieht es auch wiederum ziemlich schlecht aus für den Gegner. So. Ansonsten, seine Lower Tiers sind jetzt nicht so offensiv. Ich würde, glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass er eben Rillaboom hat und Dingsbums Lycanroc hat und damit zwei sehr, sehr offensiv starke Mons, die auch beide auf Prios wiederum zurückgreifen können, würde ich sagen, dass ich da nicht ganz in die unteren Punkte reingehe, sondern glaube ich so bei einer 4 bis 5 rauskomme. Ich glaube, eine 5 würde ich noch dafür geben. Tatsächlich. Ich bin jetzt, wo du das auch mit Slurpuff angesprochen hast, schon bei 6 dann. Also wenn ich mir dann halt auch angucke, wie Gortrom einfach mit einer Band-Prio vieles umschallern kann, Lycanroc im Zweifel mit einem Live-Orb durchgehen kann, Magnezone und Lucario dann im B immer gefährlich sein können, bin ich da schon bei 6 Punkten. Ja, das passt ja. Wir haben ja auch, dann haben wir hier beide jeweils zwei Differenzpunkte zu Nikos Offensive und ich glaube, das passt. Ja. Ja, kommen wir mal zu seiner Defensive. Da hat er Agrostella. Da hat er Selfe. Ja. Ja, die ergänzen sich auch beide ziemlich gut, weil Selfe eben ja die Ground und Psychic Weakness rausnimmt. Und, ja. Ansonsten schwierig. Also klar, Ja, ich.
Thorn kannst du auch defensiv spielen, aber ich weiß nicht, ob du dich halt darauf committen möchtest, den wirklich jeden Spieltag defensiv mitzunehmen. Aber er und Agostella bilden erstmal diesen nicen Regenerator-Core, das ist true. Aber darüber hinaus sehe ich jetzt nicht so eine starke Defensive, muss ich sagen. Ich meine, klar, Silvelli, Ferry ist auch immer bulky, aber. Ja, also ich hätte Silvelli jetzt schon noch als Defensive zumindest mit rein getan. Aber auch da wieder die Schwäche von Silvelli, die gleich Toxapex halt ganz gut aus. Und Silvelli wird in der Regel auch einfach defensiv gespielt. Also in den seltensten Fällen habe ich zumindest bisher in der Liga so mitbekommen und auch woanders wird er halt wirklich offensiv gespielt, weil du sowieso ja auf dein Item gelockt bist und du kannst ja gar keine großartigen Damage-Boosting-Items oder sowas drauf machen. Das funktioniert ja einfach nicht. Und wird den da schon dann halt eben in diesen defensiven Core mit reinzählen. Ja, Aber. ich sehe halt, dass er Probleme bekommen könnte gegen offensive Dragon-Types, die halt Fire Coverage haben. So, ne? Oder halt beispielsweise Mons, so Ground Mons, ne? Die jetzt, klar, er hat das Grasfeld, so, aber es gibt ja auch Attacken außerhalb von EQ. Und da gibt es zum Beispiel auch dieses Season 1 Mon, was reinkommt, was einfach 1000 Arrows drückt. Und dagegen sieht sein Team ultra bad aus, muss ich sagen, beispielsweise. Er hat defensive Antworten, die er auch überall mal reinschmeißen kann. Allein schon Packs kannst du einfach immer mal reinwerfen und wenn es dir nicht gefällt, gehst du wieder raus, bist wieder bei 80%. Das passt schon. Aber es ist nicht die reliabelste Defensive. Da fand ich Nikos defensiven Core doch schon deutlich besser. Und deswegen wäre ich auch hier, glaube ich, wieder bei 5 Punkten. Ja, ich überlege gerade. Aber ich glaube, mit 5 wären wir, glaube ich, gut bedient. Bei 6 wäre mir dann doch ein bisschen zu viel. Dann würde ich sagen, das ist genauso gut wie seine Offensive. Aber seine Offensive gefällt mir halt deutlich besser. Oder nicht deutlich, aber schon einen Tick besser als eben die Defensive. Und gehe dann halt mit. Was man halt als Defensive vielleicht noch in Anführungszeichen so ein bisschen considern kann, ist dieses Calamanero da unten. Aber nicht, weil er defensiv so krass bulky ist, sondern weil er halt im Zweifel Setup des Gegners verhindern kann. Und, ne, weil das hat, der kann ja irgendwie diese Umkehrung oder was auch immer das heißt hier, der kann deine Status-Boost, die du hast, umkehren zu Status-Drops. Ne, irgendwie sowas kann er, glaube ich, Vertigo oder so heißt das, glaube Ja, ich. aber das, Ja, aber also. das funktioniert anders. Das sind seine eigenen Statusveränderungen. Also er kann beispielsweise Nee, Kraft. nee, 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 der kann das auch beim Gegner machen. Ach, der hat Contrary Der hat und also. Vertigo. Ja, ich glaube ja. Ah, Also okay, der hat da interessant. irgend so einen Move, der das kann. Okay, Habe ich letztens in Showdown gegen gespielt. Hat einen Mon von mir ziemlich hops genommen, weil ich plötzlich auf minus 6 Speed war. Gut. Ah, Ja, funny. deswegen, der Okay. kann das auch. Diese Möglichkeit einfach, die will ich da so mit reinspielen, dass das theoretisch geht. Ach, crazy. Ja, ich kenn von Malamar tatsächlich nur das Contrary Set. Interesting, dass der auch noch da andere Usage Genau. hat. Nicht schlecht. Genau, das kann Okay. er halt eben dann als defensive Variante quasi dann noch machen. Aber er ist halt nicht wirklich bulky Defensive, so dass du sagst, oh ja klar, den schmeiße ich rein und der tankt was. Ist halt deswegen auch im D. Und was natürlich dann auch ein bisschen negativ beim defensiven Core mit reinschwingt, ist, da kommen wir gleich zwar auch nochmal zu, aber das sage ich auch jetzt schon mal, ist der fehlende Ground-Type. Ground-Types sind halt auch nun mal defensiv meistens ganz solide. Ich wäre, glaube ich, dann auch eben bei 5 Punkten. Dann geben bei ihm 5 Punkte der Regenerator Core und das Grasfeld auch noch um ein bisschen zu unterstützen. Reißt noch einiges raus. Yuxi im C-Tier mit seinen defensiven Werten auch, aber über 5 Punkte kommen wir da nicht. Dann sind wir uns da ja einig. Ja. Alright, Jenny, dann sag doch mal, mach du doch mal den Core-Check, nachdem ich gerade schon gefailt habe und Den Katana als Core-Check. Grass-Type disrespected habe. Also, den Grass Fire Water Core, den hat er. Auch wenn man den etwas disrespecten kann, weil da so ein Waggon im D einfach nur sitzt. Ist halt kein Aber er ist zumindest. Firemon. Also tut mir leid. Ja, also auf dem Papier ja. Oder? Ist doch Fire auf dem Papier, ne? Ja, Ist doch aber es ist Fire kein Rock. Firemon. Ja, aber auf dem Papier ist es das halt. Und auf dem Papier hat er dann eben diesen Core. Auch wenn man da wahrscheinlich so ein kleines Minus oder ein dickes Minus hintersetzen muss.
Der Fantasy Core, ich gucke gerade, hat der einen Dragon? Der hat keinen Dragon, Er hat ne? keinen Dragon. Ja, der fehlt dann auch. Dafür hat er zwei Feen. Okay. Aber da ist halt auch eben der Core nicht erfüllt. Es gibt ja auch noch so einen Electro-Ground-Poison-Core, den hat er halt eben auch nicht, weil er keinen Ground-Type hat, der eigentlich in jedem Team da sein sollte, ne, Alex? Ja, also Max, ich kann dir sagen, mach dich auf was gefasst, ja. Ich habe letzte Season ohne Ground-Type gespielt und es war Ass. Es war wirklich Ass. Du musst jeden Spieltag drum herum bauen. Das ist blöd. Aber gut. Und deswegen für die Cores, also wenn ich jetzt nur die Cores betrachte, schwierig. Da Schwierig. fehlt halt was. Ja, Synergien hat er tatsächlich. Also man guckt ja so an, welche Mons können angreifen. Und was switcht er dann da rein? Also Electric Types, wie gesagt, er hat keinen Ground Type, das ist nicht ganz so geil. Er kann da Magnezone reinwerfen, er kann auch Rillaboom da reinwerfen. Das Problem ist, die Electric Mons haben alle Coverage. Deswegen, da willst du Rillaboom nicht opfern und unnötig chippen lassen. Synergien, klar, Grasfeld hat er. Wobei ich weiß gar nicht, zählt das unter Synergie oder Utility, wenn er das Grassy Terrain hat? Ich glaube, Utility würde ich das packen, ne? Gut, dann nehmen wir es hier raus. Man kann es aber, ja, man kann es auch als Energie sehen, weil halt Gortrom und Slurpuff dann halt eben Ja, also du hast. einen kleinen Core bilden, ne? Genau, er hat einen Abuser, er hat einen Terrain Setter und er hat einen Terrain Abuser. Das ist auf jeden Fall nice. Ansonsten, ja, er hat kein Ground Mon, ist selber ein bisschen Ground Weak, sage ich mal, ne? Wenn es jetzt kein EQ ist. Hm. Weil Lycanroc droppt. Toxapex droppt und Lucario und Magnezone droppen auch. Und vor allem Magnezone, Toxapex und Lycanroc sind ja die Mons, die man eigentlich immer dann dabei haben möchte. Ja. Ja, er würde auch ein Problem mit Steel-Types haben. So, wenn, also mit defensiven Steel-Types. Allerdings, Lycanroc durch seine Fähigkeit hier Tough Claws macht Close Combat ja eigentlich wieder zu einem Step. Deswegen, da kann man irgendwas draus machen. Und er hat auch mit Magnezone kann er die Steel-Types trappen. Also die Flying Steel-Types, da könnt ihr euch alle schon mal warm anziehen, wenn Magnezone kommt. Aber boah. Boah, ich finde Core-Synergien auch schwierig bei Max, muss ich sagen. Das, was mir halt gut gefällt, ist dieser Regenerator-Core. Der ist halt immer insane. Safe. Der zieht das halt relativ weit nach, also was heißt relativ, aber der zieht schon die Punktzahl zumindest ein Stück nach oben. Diese Gortrom-Slurpuff-Kombo. Er hätte wahrscheinlich sogar auch Kikli, wenn ich ihm den nicht gesniped hätte. Dann wäre das auch nochmal insane, aber auch mit den beiden alleine ist das schon solide. Ja, im B halt auch zwei Steel-Types. Weiß ich jetzt nicht so ganz. Bin ich nie so ein großer Fan von. Ja, weiß ich nicht. Da bin ich auch irgendwo wahrscheinlich im Mittelfeld, weil dieser Regenerator-Core halt relativ viel bei mir rausreißt. Ja, bloß dieser Regenerator-Core braucht einen Ground-Type. Dann wäre es insane. So, ne? Ja, okay. Und, Ja. und diesen Ground-Type, um das noch zu komplettieren, den gibt es halt einfach nicht. So, die sind beide Electric Weak und Gortrom willst du da nicht reinschmeißen. Das willst du nicht. Du willst den nicht so chippen lassen. Deswegen, ich glaube, ich muss tatsächlich knallhart sagen, wahrscheinlich habe ich mich in die umgekehrte Gyros-Bomber-Falle gesetzt und muss jetzt immer weiter mit den Punktzahlen runtergehen, was dann am Ende als der übelste Disrespect rüberkommt, was eigentlich gar nicht sein soll. Aber ich glaube, hier muss ich tatsächlich 4 Punkte vergeben. Ja, also ich vergebe hier 5. Wie gesagt, der Regenerator-Core zieht hoch, plus Gortrom und Slurpuff. Ich mag diese beiden Cores einfach, diese kleinen Cores innerhalb des Teams. Die gefallen mir ganz gut, weil auch hier, ich habe da meine Erfahrung auf Showdown mit Slurpuff gemacht und wenn er einmal quasi Fahrt aufgenommen hat, wenn er einmal im sechsten Gang ist, dann ist schwierig, da auch irgendwie großartig was gegen machen zu können. Das ist wirklich schwer dann, ja. Aber der Rest ist halt dann teilweise ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich sagen, 5 Punkte sind es bei mir. Alright, habe ich notiert. Kommen wir zu Utility. Rocker hat er actually nur zwei, weil du willst keine Rocks auf Lycanroc spielen. Meistens. Ja. Du brauchst die Stone Edge. Du brauchst den Turbofelsen als starke Prio. Du willst die Close Combat Coverage haben, dann hast du noch einen Move frei und da willst du eigentlich keine Rocks draufpacken. Deswegen Nee, da kommt dann. Yuxi und Wagong, so als eigentliche Rocker.
Und ja, da Waggon nie mitkommen wird, hat er für mich im Endeffekt nur einen Rocker und das ist ein bisschen wenig. Defog hat er am Start mit Silvelli, das ist ein actually sehr guter Defogger, weil er selber nicht Rocks Weak ist. Und Tornadus, aber auf Tornadus willst du auch nicht immer Defog spielen, weil du da auch das Four-Move-Syndrom hast. Deswegen Hazard Game schwierig, beziehungsweise nicht schwierig, es ist ja vorhanden, aber es ist ausrechenbar. Das würde ich damit sagen. Ja, definitiv. Das, was bei der Utility halt dazu kommt oder was positiv heraussticht, meiner Meinung nach, ist halt Slurpuff, ne? Also der kann halt sowas wie Sticky Web, der kann die Heal Bell oder Aromatherapy, der kann Wishen. Das ist halt sehr, sehr geil, ne? Also da hast du einen Mon, da musst du entweder Angst haben, dass der sich aufsetzt oder das ist halt ein unfassbar guter Supporter. Ja, aber der kippt halt auch relativ schnell um, ne? Ja, das schon. Aber er kann halt gut supporten. Wenn er die Chance kriegt. Wenn er die schon? Ja, natürlich. Das ist aber bei einem Mon im C-Tier halt immer der Fall, ne? Das ist Ja, klar. ja. Da musst du halt immer die Möglichkeit finden oder die Lücke gerade im Game finden, wo du das jetzt nutzen kannst. Aber die Möglichkeit besteht halt. Und du musst zumindest irgendwo gucken, dass du nicht im Sticky Web zum Beispiel gefangen bleibst. Ja, gut. Das ist, man muss es mit einbeziehen, sagen wir es mal so. Er hat noch einen sehr, sehr guten T-Spike-Setter mit Toxapex, arguably den besten. Das heißt, da muss man auch drauf achten, wenn da T-Spikes auf deiner Seite liegen. Er hat, so wie ich das sehe, keine Möglichkeit, den Defog zu bestrafen. Nee, kein Defiant Mon. Nee. Das hätte ich sonst auch noch sehr positiv bewertet, weil wenn du T-Spikes schmeißt und dann das dann noch irgendwie bestrafen kannst, wäre sehr, sehr nice. Aber gut, ja. Also es ist hier und da ist Utility da, hier und da ist auch Support da, aber da muss ich wieder runtergehen. Also das sehe ich ähnlich wie Nico, wie Nikos Kader. Er hat, also Max hat ein bisschen mehr Optionen, aber die sind halt auch mindestens genauso ausrechenbar. Und deswegen würde ich ihm da, glaube ich, einfach wie Nico 5 Punkte geben. Gehe ich mit. Hätte ich jetzt auch genauso konsequent durchgezogen. 5 Punkte finde ich da angebracht. Alright, alright. Dann haben wir den Kader jetzt ordentlich zusammengestaucht. Kommen wir zur persönlichen Präferenz, weil ich finde tatsächlich, und jetzt kann man es ja sagen, so, es ist ein cooler Kader. Er gefällt mir. Mit Rillaboom und Tornadus T sind das zwei affengeile Monster oben im S. Ja, ich freue mich schon richtig, die zusammen in Action zu sehen. Auch beide schön mit Momentum. Wir sind gerade noch gar nicht so großartig aufs Momentum eingegangen, weil das ist bei ihm auf jeden Fall vorhanden. Ne? Doppel-U-Turn im S, hier Volt Switch und dann mit Savelli noch und Yuxi auch und so. Also das passt schon. Gefällt mir. Würde ich diesen Kader gerne spielen? Jein. S und A, hammergeil. B-Tier, außer Magnezone, na, hätte ich wahrscheinlich was anderes gepickt. Aber mit Einschränkungen würde ich auch diesen Kader spielen. Ich finde den nicht so geil wie Nikos, aber ein Double Regenerator Core macht mir immer Spaß, das wissen wir. Und ich finde es cool, zwei sehr starke Prios. So, wenn man jetzt mal Scherox mit seinem Bullet Punch rausnimmt, sind das die beiden stärksten Prios im Game. Und das kann schon gut clean. Also, ich bin mal gespannt, wie Max das spielen wird, aber ich finde den Kader cool. Ich finde ihn nicht so cool wie Nikos, deswegen gebe ich da 7 Punkte. Ich gebe da einfach mal meinen Senf zu. Ich finde den Kader sehr nice. Also, wer im B ein Steel-Type davon weg und irgendwas anderes wäre da drin, weiß ich nicht. Ein Dragon-Type oder ein nicer Ground-Type noch on top irgendwie. Dann wäre der nochmal so viel insaner. Aber ich hätte selber Bock auf Lycanroc, ich hätte selber Bock auf Rillaboom, ich hätte selber Bock auf Torn. Toxapex, nicht unbedingt Bock drauf zu zocken, aber ist halt ein unfassbar geiler Sponge, ne? Magnezone, übel geil. Silvelli, Fee, finde ich insane. Ich liebe das. Ich habe das leider bisher nie selber zocken können. Aber hätte da mal unfassbar Bock drauf. Deswegen gehe ich da schon in die 8 Punkte. Die finde ich, sind da bei mir zumindest angebracht. 8 Punkte, also findest du den Auch wenn ich genauso viel geil wie kritisiert Nikos? habe. Ja, tatsächlich. Aber auf eine andere Weise halt eben. Ja, das kann ich auf jeden Fall respekten. Doch, doch. Das passt. Sehr schön. Dann habe ich insgesamt 26 Punkte vergeben, du wieder leicht mehr mit 29 Punkten. Danny ist da gönnerhafter als ich.
oder hat sich einfach nur nicht so in die Gyrosbomberfalle gesetzt. Mal gucken, mal gucken. Und demzufolge kommen wir dann im Endeffekt beide auf 55 Punkte zusammen kombiniert. Und das dürfte ein grundsolider Kader sein, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, das sind 40 bis 60 und das ist damit im oberen grundsoliden Kader. Ja, sehr schön. Nice. Das Ranking nimmt langsam Gestalt an. Und man muss auch sagen, Danny, wir sind jetzt schon 40 Minuten im Video und haben zwei Kader gerankt. Nice. Echt? Oh Gott. Ja. Ja, dann rein in die Masse kommen. Okay, Jetzt gehen wir weiter. rein in die Masse oder auch rein in die Disco, denn Dragapults Disco ist das nächste Team, was wir hier ranken. Und ja, komm, ich gehe schnell rein. Wir müssen hier Feuer machen. Offensive, hat er Dragapult, hat er Galazapdos, hat er Darmanitan, die ist da. Aber Moment mal, war es das etwa schon? Ja, wahrscheinlich war es das schon. Klar, noch so ein paar Nischen, die er bedient. Also Silvelli Normal kann tatsächlich auch offensiv sein, weil dem kannst du noch ein Band geben. So, der kann noch ein Damage-Boosting-Item kriegen und dann böllert die Multi-Attack aber auch mal anders. Raichu kann noch eine offensive Rolle einnehmen. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir den ersten Spieltag noch nicht gesehen. Den kann man, wie ich hörte, auch offensiv spielen. Alola Sandama kannst du auch offensiv, aber im Endeffekt bleibt es eigentlich an den oberen drei Mons hängen, würde ich sagen. Ich meine, Also ich würde da, Sylveon wenn ich kann auch noch noch, Damage dealen, ja, selbstverständlich. das wollte ich nämlich auch noch sagen. Also wenn du da ein Specs drauf packst und das Gegnerteam bietet das an, dass du da Specs Schallwelle drückst, dann schallert der auch gut rein. Aber ist er wahrscheinlich so der klassische defensive Supporter. Aber ansonsten klar, ne, wenn du Dragapult, Zapdos und Darmanitan hast, das ist halt schon offensive Gewalt, Definitiv. die dich brechen kann. Definitiv. Das ist auf jeden Fall Offensive, die ich über Max sehe, die ich aber, würde ich glaube, immer noch unter Nikos Offensive sehe. Wobei, das muss ich jetzt einmal kurz vergleichen. Weil in dem Segment bewegen wir uns auf jeden Fall. Ja, Katana, Urshifu, Volcanion und dann gegen Dragapult, Galazapdos und Darmanitan. Boah, ich würde sagen, das bewegt sich schon auf einem ähnlichen Niveau. Bloß das. Nico wahrscheinlich in der Breite noch mehr Offensive hat. Ja, deswegen glaube ich, dass ich da genau in die Mitte zwischen Max und Nico gehe und bei Olli 6 Punkte in der Offensive vergebe, weil die ist auf jeden Fall vorhanden, aber die ist immer noch sehr ausrechenbar. Kannst du mir noch einmal sagen, was ich bei Nico und Max vergeben habe für die Offensive? Bei Nico hast du 8 und bei Max hast du 6 vergeben. Ja, dann gehe ich da auch in die Mitte, bin bei 7. Weil, wie du schon sagtest, also Nicos Offensive ist halt nochmal einen Tick breiter aufgestellt. Aber ich habe selber Dragapult gespielt, ich habe selber Zapdos gespielt, auch wenn ich den schlecht gespielt habe, weiß ich, was er kann. Wenn du dir einfach in die Kalks reingehst, das ist halt ein geiles S-Tier. Das haben wir letzte Season bei Nils gesehen, beim PPV. Und da haben die beide halt einfach Kills gegönnt, ne? Definitiv. Also die Jungs machen Druck. Das kann man so sagen. Stürzt bei dir gerade das Zimmer ein oder was passiert da? Nee, ich habe mir nur einen Stift geholt, weil ich gemerkt habe, ich sollte mir aufschreiben, wie ich die Punkte Achso. vergebe. Ich habe jetzt einfach mal gewartet, weil ich mir so dachte, I don't know, if er stirbt gerade oder was da Nee, alles passiert. gut. Alles gut, alles Okay, gut. nice. Ich mache es uns einfach mit der Defensive weiter, weil wir müssen ja hier ein Rein bisschen da. mal sputen. Ja, ist da. Alleine Bronzong, Silvelli ist ein guter Core, so zusammen, die beiden synergieren ganz gut. Ja, true. Aber so sonst weiß ich nicht, ob da so defensiv richtig viel da ist. Nee, da bin ich nämlich ganz bei dir. Er muss eigentlich, muss er so ein bisschen mit seiner Utility muss er so ein bisschen vorbereiten und dann muss er seine Offensive reinschicken und den Gegner einfach umknallen, weil sonst wird es schwierig. Also ich würde Sumpex auf jeden Fall noch mit reinzählen. Also Sumpex, Sylveon und Bronzong sind so seine drei defensiv reliablesten Mons. So, jetzt haben wir es. Kann man machen. Du weißt aber selber, wie schnell Swampert umkippt nach letzter Season. Du denkst, Ey. der Junge lebt alles
und dann lebt er nicht viel. Ich meine, er hat sehr, sehr viele Grass-Switch-Ins. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Deutlich mehr als du letzte Season. Aber auch wenn er Neutral getroffen wird, der Junge lebt nicht alles. Der hat keine Reliable Recovery. Das Einzige, was er machen kann, ist halt zu wischen. Deswegen Defensive schwierig. Würde ich auf jeden Fall, wenn ich Max schon 5 Punkte gegeben habe und du auch, dann würde ich Olli da maximal 4 geben. Ja, das Ding ist bei Sumpex halt auch. Ja, der hat bei mir zum Beispiel letzte Season ja eigentlich nur defensiv gespielt, ne? Das Ding ist, jedes verschissene Mon hat den Solarstrahl, so gefühlt. Und dann kippt er einfach um. So. Wenn du da nicht gerade die Grasbeere spielst, ne? So. Das ist wahr. Ich meine, Ja. er hat viele Grass-Switch-Ins, aber du kannst ja auch nicht gegen jedes Mon mit Grass-Coverage einfach rausswitchen, weil dann kommt Swampert auch im Endeffekt nie rein. Also. Genau das ist es halt, ne? Du musst halt darauf vertrauen, dass der keine Grass Coverage hat. Und wenn er die hat und gerade so ein Solarstrahl mit einem Herb dann einfach drauf, knallt ich halt einfach um. Und wie gesagt, ich habe letzte Season gesehen, wie viele Monster tatsächlich das können. Spieltag 1, sage ich nur, ne? Gegen Heatran. Warum kann der Solarstrahl? Okay. Oh Gott. Ja. Richtig, richtig, genau das. Wird für immer ein Meme bleiben. Um es abzukürzen, ich vergebe 4 Punkte in der Defensive, weil er durchaus da einige nice Things am Start hat, aber ja, es geht halt deutlich besser. Er hat sich schon sehr auf die Offensive konzentriert. Ich gebe 3 Punkte, muss ich ehrlich sagen. Du gibst drei, Weil mich ey. Swampert hat letzte Season defensiv ein bisschen enttäuscht hat. Offensiv ist der teilweise sogar echt geiler als defensiv. Ja. Ja, weißt du was? Komm, ich gehe mit. Flame it in. Ich gebe auch 3 Punkte. Weil, ja, man muss sich ja noch ein bisschen Spielraum lassen. So, weil Ja. wir haben Nico jetzt 7 gegeben, Max 5 und Olli dann jetzt 3. Dann bewahren wir uns zumindest so eine kleine Linie. Finde ich gut. Bleiben wir dabei. Ja. Gehen wir mal zu den Cores. Das mache ich jetzt mal wieder. Da sehe ich, ist das Team relativ strong, was die Cores angeht. Er hat einen fantastischen Fantasy-Core, eben mit Dragapult, Sylveon und Bronzong. Er hat einen sehr, sehr guten Firewater-Grass-Core, halt eben noch mit Elfun am Stissel. Er hat sehr, sehr geile offensive Mons, so, die sich auch vor allem Dragapult, Galazapdos, wir haben es vorhin schon gesagt, die sich offensiv auch sehr, sehr gut ergänzen. Denn die Normal-Types oder so, die richtig defensiv bulkigen Normal-Types, mit denen du Dragapult ganz gut checken kannst, die übernimmt dann halt Galazapdos. Deswegen, da sind auf jeden Fall Synergien am Start. Was ich halt auch eben sehr hoch bewerte, ist, dass er so viele Grass-Switch-Ins für Sumpex hat. Cores sind auf jeden Fall sehr gut. Da sind wir so im Bereich 7 bis 8 Punkte. Und ich glaube, 7 würde ich da auch vergeben. Das Einzige, was mich mal wieder auch an dem Kader, was heißt wieder auch, da kommen wir später noch zu einem Kader zu, was mich an dem Kader stört, wenn ich es jetzt nicht komplett übersehe, Kein Dark-Type, hier ne? auch kein Dark-Type, was aber okay ist, weil der hat gute Psychic-Switch-Ins, ne? Bronzong zum Beispiel. Genau. Na, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wie vielleicht in einem anderen Kader, der noch kommt. Trotzdem finde ich es immer ganz cool, wenn man alle Types hat oder zumindest die wichtigen Types irgendwie abdeckt, weil so ein Dark-Type kann eigentlich in einem Kader nie schaden. Gut, darf ich auch wieder eigentlich nicht kritisieren, weil ich weiß, ich habe ja auch nicht alle Types drin, die man so braucht eigentlich. Aber ist halt so ein kleiner Kritikpunkt, der aber nur so eine Anmerkung sein soll. Was Core-Synergien angeht, bin ich bei 8 Punkten. Oh, du bist also wieder bei 8. Alright. Ja. Ja, Junge, ich bewerte einfach alle viel zu schlecht, ey. Aber egal. Ich werde auch, ich Mal werd auch, gucken. ich werd auch meinen Kader zu schlecht bewerten. Aber egal. Weiter geht's. Utility. Utility hat er auch. Sagen wir erstmal zu dem allerersten Punkt, der mir natürlich auffällt. Momentum ohne Ende. Das kann nicht verkehrt sein. Ich meine, wenn du jetzt beispielsweise gegen so ein Team wie Rain spielst. Na, wir haben den ersten Spieltag gesehen. Das ist aber auch so ein themenbasiertes Team. Da bringt dir Momentum nicht sonderlich viel, wenn du einfach keine Switch-ins hast. So, aber wenn du jetzt gegen einen anderen normal balanced Kader halt zockst, dann kann dir dieses Momentum schon die Edge geben. So, du gewinnst mit Momentum keine Games, aber du bringst dich immer in die Situation, möglicherweise das Game gewinnen zu können.
So sage ich das immer. Und dementsprechend viel Momentum ist nicht verkehrt, muss es ja auch nicht immer mitnehmen. Hazards hat er, Bronzong hat die Rocks, Swampert hat die Rocks, das sind zwei sehr reliable Rocker. Bis auf das halt bei Swampert auf die Rocks auch immer ein Grassy Move kommen kann. Aber ansonsten sind die beide sehr gut. High-Tier-Rocker zu haben ist immer gut. Spikes hat er, wenn ich das jetzt so sehe, auch. Und T-Spikes mit Garbodor, der müsste beides können. Ja, kann beides. Aber Garbodor hatte ich halt, wie gesagt, letzte Season auch. Ich glaube, der ist nicht ein einziges Mal mitgekommen. Deswegen wird es schwierig, den mit reinzubringen ins Team. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Gesundheit. Ja, danke. So, jetzt sind alle Zuschauer, die eingeschlafen sind, auch wieder wach. Hazard Removal hat er auf jeden Fall auch. Er kann hier mit Silvelli defoggen. Er kann mit Whimsicott defoggen. Genau, er hat auch, ich glaube, Sandama ist auch noch ein Spinner. Aber das wirst du, glaube ich, niemals mitnehmen. Hat er sonst noch andere Hazards? Ich meine, gut, er kann viel Hazards schmeißen, wenn er Garbodor mitnimmt. Und wenn dann gedefoggt werden soll, dann geht er mit Galazapdos rein. Das finde ich schon nice. So, das kann er Ja, machen. also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, klar. Ja, ansonsten auch Tailwind Support von Elfun. Er kann wishen mit Raichu. Warum auch immer man das tun sollte. Er kann, Kann er machen. er kann aber auch besser mit Felinara wishen. Deswegen, da ist auf jeden Fall eine Menge Utility am Start. Er kann viel Shit machen. Er hat viel Momentum. Das ist utility-mäßig der beste Kader, den wir hier bisher sehen. Und auch da bin ich wieder bei. Danny, gebe ich jetzt 7 oder 8? Weil wenn ich jetzt wieder 7 gebe und die anderen alle wieder schlechter sind, dann ist das doch Kacke. Komm, ich gebe 8 Punkte. Er kann einigen Shit machen. Ja, ich bin auch bei 8. Also da gehe ich halt mit. So, da Okay. kann ich nicht viel hinzufügen. Ist halt alles abgedeckt, was man braucht. Ja, Punkt. Okay, gut, dann gehen wir beide 8 Punkte. Was hältst du persönlich von dem Kader? Gut, gefällt mir insgesamt. Also gerade das S-Tier ist halt insane. Wie gesagt, hatte ich beide selber schon mal. Und sind in der Theorie auch alle beide sehr gut. Mir gefällt für die Nara insgesamt. Ich finde, klar, der ist richtig gut im A, aber so eine Fee mir zu gönnen, wäre mir persönlich immer zu teuer. Du hast dir eine Fee im S gegönnt. Swamper. Ja, ich meine aber so eine Fee, so eine prinzipiell War eher ein supportende Spaß, Fee. Danny, es war ein Spaß. Okay. Aber Bronzong hatte ich selber mal, gefällt mir unfassbar gut. Daminitin, nice. Amigento finde ich immer geil. Elfun, ja, ist für mich eher das klassische Doublesmon. Im Singles haben wir gesehen, also jetzt persönlich haben wir es halt auch gesehen, so, aber das habe ich mir schon gedacht, dass der halt Probleme haben könnte. Ja, und das D-Tier ist okay. Persönlich würde ich sagen, sind das für mich, weil ich halt das S ganz cool finde, Bronzong. Was sind das? So 6 Punkte. Weil alles darunter ab C ist mir halt nicht so ganz, also ist nicht so meins. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, schließe ich mich auch an. Ich pick ja immer auch sehr gerne Value in den unteren Tiers. Da sehe ich halt außer Whimsicott nicht so viel. Letzte Season hätte ich Garbodor da auch noch mit eingeschlossen. Jetzt, nachdem ich den eine Season lang nicht mitgebracht habe, sehe ich es ein bisschen anders. Die oberen Tiers finde ich ganz cool. Ich mag das Team, es gefällt mir, es ist kein schlechtes Team. Aber ich würde es am ungernsten von allen anderen Teams auch bisher spielen und deswegen wäre ich da auch bei 6 Punkten. Okay. So, jetzt muss ich mal wieder den Taschenrechner zücken und hier die Punkte zusammenzählen. Ich vergebe 30 Punkte. Ich finde diesen Kader also besser als den von Max. Guck mal, immer interessant, was so dabei rauskommt. Aber das passt auch schon, weil ich spiele auch immer gerne. Nee, das passt eigentlich nicht. Naja, schade. Egal. Die Punkte lügen nicht. Das Momentum reißt raus. Das Momentum reißt raus. Du vergibst 32 Punkte und findest es dementsprechend auch besser als Max Kader. Hätte ich irgendwie nicht gedacht, also dass wir jetzt da rauskommen. Nämlich bei 62 Punkten. Und damit ist Ollis Kader irgendwie in der Böllerbus fährt los gelandet. Kann das richtig sein? Unter Nikos, aber.
Naja, ja gut, wir bewerten halt objektiv halt zum Beispiel auch Utility, und Utility ist Ja. hier halt der beste Kader bisher. Er kann eine Menge Shit machen. Ja, gut. Gut. Die Punkte lügen nicht. Es ist halt alles. Richtig. Ja, wild, ey. Wahrscheinlich fühlt sich das gerade nur so komisch an, weil wir beide in der persönlichen Präferenz den Kader bisher am niedrigsten hatten und er trotzdem in der Gesamtpunktzahl Max-Kader schlägt. Wahrscheinlich ist es das einfach nur. Ja, vermutlich. Alright, mal gucken, wie wir den nächsten Kader finden werden, denn das ist der Kader von Rick. Ach so, ja, ich kann noch mal hier kurz zeigen, das hatte ich vergessen. Es ist ein niedriger Böllerbus, fährt los. Wissen Sie doch schon alle. Alright. So, Ricks Kader. Was sagst du dazu? Fang mal an. Offensive. Ja, Offensive ist vorhanden, würde ich sagen. Ganz oben mal Perfekt. angefangen, Dragoran, ja, kann böllern. Nidoking kann böllern. Vishu kann böllern. Entei kann böllern. Und auch Hatterene, zum Beispiel in einem Trick Room, kann böllern. Also Kingla MD auch kann böllern. Der hat halt sowas wie Shield Force, ne? Und 130 Attack. Ja, also ich finde, das Offensiv ist das schon ein Brett. Und sag, ich gehe da einfach voll rein. Das sind für mich 8 Punkte. Das ist eine bessere Offensive als Nikos. Ja, für mich schon. Wow. Weil breiter, noch Wow. breiter als Okay. Nikos. Okay, gehen wir rein. Interessant, dass du das sagst. Dragoran knallt. Nidoking knallt anders. Entei knallt auch anders, wenn du den bandest. Insofern bin ich bei dir. Die Offensive ist aber slower als Nikos, was nicht unbedingt immer was heißt, weil sie ist auch bulkiger als Nikos. Oder vertue ich mich da? Nee, Entei ist gut bulky. Ich meine, Urshifu tankt auch mal den einen oder anderen Hit, aber. Boah, ich tue mich schwer damit, die über Nikos Offensive zu ranken. Aber es scheppert halt schon. Da hast du recht. Ich glaube, ich sehe diese Offensive on par mit Ollis tatsächlich. Einfach weil Nidoking auch so versatile ist und so ziemlich alles abdeckt. Deswegen gebe ich da, glaube ich, wie bei Olli auch 6 Punkte für die Offensive, weil mir die schon sehr gut gefällt. Und ich merke einfach, ich habe mich mit 7 Punkten bei Nico in ein richtiges Dead End manövriert. Und Ich glaube nämlich auch. alle kriegen jetzt diese mittleren Punkte reingeschallert. Aber gut, so be it. 6 Punkte für die Offensive, weil sie mir sehr gut gefällt. Es ist jetzt einfach so. Lebt damit. Ja. Ich habe 8 Punkte gegeben. Wie gesagt, mir gefällt die Offensive wirklich gut in dem Team. Da sind halt viele Monster, die ich selber sehr, sehr geil finde. Ja, Offensiv gesehen. na, kann ich verstehen. Aber du hast auch bei Nico 8 gegeben, deswegen passt das. Du siehst die on par mit Nico. Ja. Gut. So. Defensive. Und da finde ich mit Rotom Wash und Corviknight, die synergieren anders gut defensiv. Also das ist ein defensiver Core, der auch mit, gut, da kommen wir gleich zu, aber allein schon, wie die beiden sich ergänzen und hier und da was abfangen können, ist sehr, sehr nice. Rotom Wash hat jetzt nicht die allerreliabelste Recovery, aber mit Corviknight ist er da schon mal gut am Start. Dragoran kannst du sogar auch noch ein bisschen in die Defensive packen, ja, Richtung packen wegen Multiscale. So, er nimmt auf jeden Fall immer was. Das ist schon mal ganz nice. Hatterene ist speziell defensiv auch nicht gerade unbulky. Die Sandburg kann da auch was machen. Deswegen Defensive ist auf jeden Fall vorhanden. Ich finde die Defensive auch wiederum nicht so gut wie die von Nico, aber auch lange nicht so schlecht wie die von Olli, weil Rick hat da überall eigentlich ganz gute Switch-ins rein. Und deswegen sehe ich die on par wie Max Defensive. Möglicherweise nicht ganz. Ich gebe 4 Punkte. 4 Punkte nur? Okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Bei der Defensive. sind wir uns uneinig? Ja, also nicht so krass uneinig, wie du jetzt mal gleich denken magst. Aber ich finde die Defensive schon gut. Ja, ich ja auch. Also. Deswegen gebe ich ja 4 Punkte. Ach, das ist doch einfach scheiße. Ich habe einfach. Hast dich voll in die Falle gesetzt. Oh Mann. Ja, lebt damit. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht anders sagen. Ja.
Also ich habe Kramor letzte Season gespielt. Kramor insane defensiv. Also selbst, also klar, wenn du jetzt richtige Böllerbusse hast, dann nimmt er auch keine Electric- und Feuer-Moves. Aber ansonsten, je nach Investment, lebt er die auch entspannt. Ja, ich kann ja nicht 4 Punkte geben, ich gebe 5. Es geht nicht. Das kannst du wirklich nicht machen. Kannst du nicht 4 Punkte für diese Geht, Defensive nein, geben. das Allein geht Kramor nicht. ist defensiv. Den schmeißt du überall rein. Außer ein Electric Move. Ja, aber selbst da, ne, kann der halt zwei von nehmen. Im Zweifel, wenn er komplett speziell defensiv zum Beispiel ist. Er kommt auf das Mon an, was es gegenübersteht, klar, ne? Aber Möglichkeiten hat das viel. Dragoran, willst du vielleicht nicht defensiv spielen? Soll halt hier ein Böllerbus sein, aber mit der Multiscale und auch den Werten kann der defensiv definitiv eine Option sein, auch wenn Salamence das defensiv bessere Mon von den beiden ist. Alleine weil er Bedrohung hat. Ja, das Aber stimmt. Rotom Wash defensiv ist geil. Entei ist bulky. Hatterene ist defensiv gut. Auch Nidoking kann ein bisschen defensiv agieren, auch wenn du das eigentlich in dem Kader nicht willst. Da soll der halt reinknallen. Ich gehe mit 6 Punkten. Mit 6 Punkten. Okay, ja gut, dann sind wir ja da auch doch wieder relativ on par. Ja, wenn, weil du jetzt noch 5 gegeben hast, aber du wolltest 4 geben. Na, ich kann nicht, ich konnte nicht 4 geben, das geht nicht. Kannst du auch Es nicht. geht nicht. Kannst du nicht. So, das passt schon. 5 Punkte sind schon ganz nice. Es ist halt keine perfekte Defensive, aber es ist eine sehr gute Defensive. So, deswegen 5 Punkte von 10. Ach du Scheiße, was habe ich getan? Okay. Ja, kommen wir zu den Cores. Rick scheißt immer gerne auf Cores, aber dafür hat er diesmal, finde ich, ganz gute Arbeit geleistet. So, ich sehe meinen Fantasy-Core mit Corviknight, mit Dragonite und mit Hatterene. Das ist auch ein guter Fantasy-Core. Gefällt mir. Außer, dass du da halt, ja, nee. Keine Ahnung, wo ich da jetzt schon wieder hin wollte. Ich bin einfach immer noch verwirrt von meiner Punktevergabe. Der Firewater Grass-Core ist natürlich nicht am Start. So, weil Doch. Rick kann nicht alle Cores vermachen. Ja, wo ist denn sein Grassmon? Ist Marakamba unten kein Grass-Type? Nee, der ist doch nur Dark-Type, oder? Oder? Google Der das ist doch mal. auch. Google das Ich mal. google mal. Ich meine, der ist auch Grass-Type. Nur weil der grün aussieht, Der ist ist. nur Grass-Type. Der ist Echt? only Grass. Oh, nice. Ja. Ja, ich Der hat hab kein. dieses Mon noch nicht einmal gesehen. Also er hat. Es war ja auch der Hese-Gedächtnis-Pick, dass er sich den reingeholt hat. Ja, gut. Kann der was? Sag mir mal was zu dem Mon. Was kann der? Der kann spiken. Ich Der meine hat Storm Drain, Water Absorb, also ist quasi ein Wasser-Switch-In, aber. jetzt eher so von den Werten her. Kann man das als Core zählen? Hat 106 Spezialangriff, ansonsten ist der halt echt so ein bisschen low. Ja, gut, dann sage ich einfach mal trotzdem Firewater Grass Core so halb voll gemacht, weil Auf dem Papier. der wahrscheinlich auf dem Papier, ja, weil der wahrscheinlich niemals mitkommen wird, ist ja bei mir nicht anders. Ich habe den auch noch auf dem Papier voll gemacht. Ja. Er hat kein Dark-Type, auch er nicht. Ich weiß nicht, warum die Leute drauf scheißen. Keine Das ist Ahnung. wild. Keine Ahnung. Die haben halt alle Bock auf Stored Power. So. Ja. Aber Necrozma auch. Sag ich, wie es ist. ich finde, ach, keine Ahnung, Danny, ich bin geistig komplett verwirrt, übernimm du mal. Ich überlege währenddessen, was für Punkte ich vergebe, weil ich schon wieder, ich bin komplett in der Falle. Bist du, ja. ja, also ich finde den Water Fire Grass Core eigentlich ganz nice, zumindest aus Fire und Water bestehend mit Rotom und Entei. Die ergänzen sich solide. Ist gut. Synergien. Ja, der hat halt Pivots, die dann halt Dragoran oder Nidoking in eine Position bringen können. Oder halt Entei. Eigentlich ganz cool. Aber ich weiß nicht, was das angeht, bin ich da eigentlich eher so. Klar, die Cores sind erfüllt, aber ich bin von den Synergien irgendwie, bin ich nicht ganz überzeugt. Ich Ich weiß, Fred macht da was draus, aber. schon. Ich bin da schon ein bisschen mehr überzeugt, weil das sind alles so ein bisschen nischige Picks, muss man sagen. Auch dieses Art hier mit Nidoking und Rotom Wash, so ein bisschen nischig. Aber in Kombination mit Corviknight, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Die haben da Corviknight und Rotom Wash haben da eine sehr, sehr nice Synergie zusammen. So, es sei denn, du lässt irgendeinen Electric Mon sich komplett setupen.
und der hat irgendwie Coverage gegen Nidoking, dann ist vorbei. Ansonsten fangen die beiden zusammen da so ziemlich alles ganz gut ab, pivoten hier ein bisschen rum. Die Volturn-Kombi ist sehr, sehr nice und dann kommen eben Dragonite oder Nidoking rein. Oder auch Entei und dann wird losgeböllert. Deswegen, diese Synergie zwischen denen gefällt mir richtig gut. Generell das S&A-Tier, alles sehr nischige Picks, wo man sich schon fast sicher sein kann, die alle zu bekommen. Und man dann dementsprechend sehr gut mit planen kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich sage mal, da gebe ich 5 oder 6 Punkte. So. Also ich gebe 5. Das kann ich einfach mal so rausschallern. Du gibst 5, alright. Dann gehe ich da, glaube ich, gehe ich da mit. Na, ich glaube, ich sehe das ein bisschen stärker tatsächlich. Nicht so stark wie bei Olli oder Nico. Aber ich gehe da trotzdem mit 6 Punkten, weil ich, doch, doch, ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Ja, soll ich einfach sonst mit der Utility mal weitermachen? Bitte. Die gefällt mir richtig gut. Also die ist wahrscheinlich neben Olli einer der besseren auf jeden Fall. Meiner Meinung nach. Ne? Du hast Rocker. Ja, Nidoking willst du eigentlich nicht unbedingt, aber du kannst auch Nidoking mit Rocks oder Toxic Spike spielen, wenn du andere Böllerbusse in deinem 6er-Squad dann einfach dabei hast. Funktioniert. Palissandt kann die noch. Exelgor, heißt der Exelgor? Ja, ne? Irgendwie sowas. Der kann spiken, der kann auch Toxic Spike, also er kann beide Spikes rauslegen. Man kann die Spikes, er hat sehr, sehr, sehr gute Defogger mit Rotom und mit Corviknight. Er hat theoretisch sowas wie die Heal Bell auf 2 Mons, auch Dragonite kann die. Beziehungsweise Aromatherapy, aber die machen ja dasselbe. Das gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Was mir an der Utility hier nicht gefällt, ist der Speed in dem Team. Das Speed ist halt relativ low. Ne, da bist du schon darauf angewiesen, dass Dragonite sich hier mal setupt, damit du halt richtig Speed bekommst. Aber ansonsten ist sein schnellstes Mon halt dieses Exelgor und das macht jetzt offensiv halt nicht viel. Und Na das ja. zweitschnellste ist dann halt Mien Shao mit 105. Wird halt von vielen outspeedet. Na ja, also ich finde, was den Speed angeht, kannst du Excel auf jeden Fall schon respekten. Entweder als Suicide Lead, dann bringt er dir, wie gesagt, die Hazards. Oder durch seinen gigantischen Speed. Der hat ja immer noch 100 Special Attack, ne? Du kannst ihn immer spexen und dann knallt er rein. Ich sag, ich habe schon im Draft gesagt, ich habe ein Match gesehen in einer anderen Liga. Da hat ein Specs Excelgor gegen einen Tapu Koko geleadet und mit Koko gehst du ja meistens davon aus, das schnellere Mon zu sein. Und er hat einfach einen Specs Sludge Bomb kassiert und ist einfach direkt gedroppt. Also, Exelga kann da schon was machen. Utility muss ich sagen, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die ist gut. Nidoking ist. Du hast bei dem dieses Four-Move-Syndrome, aber er ist sogar, würde ich sagen, ein sehr guter Rocker und T-Spiker, weil das Mon kommt rein und es forst ein Switch. Weil du dir denkst, oh Scheiße, hier kommt Nidoking, der böllert mich jetzt um, da muss ich raus. Und dann kriegst du halt Free Rocks. So, das ist nicht schlecht, wenn du den Move unterbringen kannst. In dieser unzähligen Coverage. Mit den Defoggern stimme ich dir zu, auch so mit die zwei, also zwei sehr, sehr gute. Corviknight macht es reliable und Rotom Wash erst recht. Deswegen fühlt man, er kann theoretisch sich sogar nochmal den Trick Room aufsetzen, wenn er gegen sehr, sehr faste Teams spielt mit Hatterene. Das ist auch ganz nice. Ansonsten, ja. Ich hätte gerne noch einen zweiten Reliable Rocker außerhalb von Palissandt gesehen. Deswegen, Ja. ja, und bei dem Speed stimme ich dir schon zu. Es ist ein bisschen slow, aber Dragonite ist da, um sich zu setupen. Nidoking muss nicht fast sein, der knallt dich auch so um. Entei ist auch nochmal mit einem 100er Speed relativ gut unterwegs. Er hat Mien Shao mit über 100. Es ist kein super Speedy-Team, aber es bewegt sich so relativ in der Mitte. Es hätte mir noch eher gefallen, wenn sich das Team schon nicht in die super schnelle Richtung entwickelt, dass er sich dann noch ein paar sehr, sehr slowe Mons reinholt. Ne? Sodass er dann mit Hatterene Trick Room ein bisschen was anstellen könnte. Das wird so auch ein bisschen schwierig. Deswegen. Ja, das ist es halt. Also mir kommt es ja nicht darauf an, dass du das schnellste Team der Liga hast, aber wenn du halt einen etwas langsamen Kader vielleicht hast, dass du dir dann vielleicht irgendwie so ein bisschen dann noch Trick Room Engine einbaust. Aber seine Mons bewegen sich halt alle so irgendwo in den Mid-Level-Speeds und außerhalb von der Hatterene gibt es da halt keinen, der im Bizarro-Raum halt wirklich was macht. Excelga In der Regel. kann aber keine Sticky Webs, oder? Oder kann er die doch? Ist ja auch ein Nee, Bug-Type. die kann er nicht. Die Schade. kann er nicht. Schade, das hätte ich noch sehr, sehr gefühlt. Weil mit Sticky Ja, Webs. dann wär's
was anderes. Nidoking mit Sticky Webs, Junge, let's go. Ja, Gefällt mir aber das wären 10. trotzdem gut, wie gesagt, nicht so gut wie bei Olli, aber besser als bei Nico und bei Max auf alle Fälle. Deswegen würde ich da, glaube ich, mit 6 Punkten in die Masse gehen. 6 oder 7. Vielleicht sogar 7. Gefällt mir schon echt gut. Ich bin bei 7 oder 8, wenn mir das gut gefällt. Ich gehe 8, ich gehe mit 8, komm. Gut, dann haben wir 7 und 8. So, persönliche Präferenz. Da gehe ich auch einfach mal ganz schnell in die Masse rein. Das Team ist ein Rig-Team. Es ist eindeutig ein Rig-Team. Ich möchte das nicht spielen. Da bin ich ganz ehrlich. Mian Shao und Entei sind sehr, sehr nice Mons. Die würde ich bei mir auch noch sehen. Ich bin kein Corviknight-Fan. Ich bin kein Dragonite-Fan. Nicht, dass die Mons schlecht sind. Ich weiß, was die machen. Und ich weiß, dass sie das bei Rig auch gut machen werden. Aber ich hätte selber keinen Bock auf die. Ich bin auch kein großer Fan der Rotom-Form. Trotz derer unbestreitbarer Vorteile. Nidoking finde ich auch noch sehr sick. Aber persönlich feiere ich das Team jetzt nicht so sehr, muss ich leider sagen. Da fand ich das Team von Rick aus der letzten Season einfach cooler. Das hatte ein bisschen mehr Drip. Aber ich weiß, dass es bei Rick funktionieren wird. So, der wird da auf jeden Fall was Nices draus bauen. Persönlich muss ich dem aber leider, glaube ich, 5 Punkte geben, weil ich das. Ja, ich glaube, mit 5 Punkten bin ich dabei. Ich habe Olli 6 gegeben, dann gebe ich ihm 5. Aus persönlicher Präferenz. Ich gehe in eine ähnliche Richtung, bin da vielleicht sogar noch ein bisschen extremer. Also außerhalb des B-Tiers, das ich so komplett übernehmen würde, bin ich halt kein großer Fan vom Rest. So, also Corviknight finde ich noch ganz cool und Rotom Wash finde ich noch okay, aber Nidoking wäre nicht meins, Dragonite wäre nicht so meins. Das C-Tier und das D-Tier halt auch eher weniger. Klar, das sollte einfach irgendwie eine Rolle erfüllen, ne? Aber selber spielen würde ich es halt eigentlich nicht wollen. Deswegen gehe ich da persönlich auch mit 3 Punkten. Dann bist du da sehr konsequent tatsächlich, aber Ja. gut, das ist ja wie gesagt auch persönliche Präferenz, ne? Also. Ja. Ich weiß, dass Rick da was richtig Gutes draus machen wird. Also ist mir klar. Ja, aber da Ne? geht es ja in dem Der Punkt. wird das Team ro rocken. Ja, da geht es aber ja in dem Punkt eben nicht drum. Deswegen. Richtig. Das passt schon so. Ich vergebe damit 29 Punkte. Und du bist dabei insgesamt 30 Punkten. Das heißt. Das sehen wir verdammt ähnlich. Und sind dann insgesamt bei 59 Punkten. Und das reicht tatsächlich nicht für einen Böllerbus, aber das war auch so meine Vermutung so ein bisschen. Er ist aber, wir sehen den aber über Max-Kader auf jeden Fall und deswegen kommt er hier hin. Jo. Jo, nice. Dann würde ich vorschlagen, Danny, wir machen mal eine kurze Pause. Und sind dann gleich wieder für euch zurück. Alright, Danny, wir sind back wie englische Taschen. Und als nächstes ist der Kader von Niklas dran. Und Niklas hat sich jetzt, um auf die Offensive einzugehen, mal wieder Lando und Latios geholt. Kann man machen. Spielt er jetzt, glaube ich, schon zum 844. Mal. Deswegen passt das schon. Also klar, Lando knüllert rein. Latios deckt die spezielle Offensive gut ab. Er hat auch noch Raikou mit dabei. Dann noch Metagross mit einem Bullet Punch. Der ist auch offensiv ziemlich gut. Und er hat halt Incineroar, der knallt auch nochmal rein. Der Nock scheppert einfach. Deswegen würde ich sagen, die Offensive ist auf jeden Fall grundsolide. Sie könnte von den Typings her noch ein bisschen besser sein. Wobei Ground und Dark Spam ist schon ziemlich gut. Latios deckt auch noch einiges ab. Ja, offensiv ist da auf jeden Fall was da. Es reicht auf jeden Fall nicht für so eine hohe Punktzahl, aber ich würde sagen, wir haben Rick gerade 6 gegeben und diese Offensive ist auch eine Offensive, die ich mit roundabout 6 Punkten bewerten würde. Maybe vielleicht sogar noch ein. Ja, doch. Doch, ich glaube, mit 6 Punkten sind wir gut dabei. Niedriger würde ich nicht gehen, weil Lando und Latios halt schon eine ziemliche Böller-Kombination sind. Sowohl physisch als auch speziell. Was meinst du dazu? Ich würde da mit 7 Punkten gehen. Denn Lando, Latios, Raikou, Metagross, Aua, die knallen rein. Ja. Und alleine diesen vier machen mir zumindest, was zum Beispiel jetzt Prep und sowas angehen würde, insane Sorgen. Weil
Coverage auf Latios zum Beispiel ist halt krass. Raikou, da kannst du auch nicht einfach sagen, ja, Groundmon rein da. Ne, dann macht er dir einfach mit dem Scald Insane Damage. Also ich gehe da schon mit 7. Finde ich auch gut. Finde ich gut. Das deckt sich ja wieder ab. Dann sind wir ja schon wieder auf derselben Schiene unterwegs. Nur ich vergebe ja, muss ja jetzt grundsätzlich weniger Punkte vergeben, weil ich bei Nico einfach weniger vergeben habe als du. Ja, gut. Ja, so ist es. Gut, das wäre die offensive Seite. Jetzt kommen wir zur defensiven Seite. Und da muss ich sagen, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Er hat Milotic als sehr, sehr guten Bulky Water. Dieses Season im A. Dementsprechend deutlich teurer. Macht aber ja das Mon nicht schlechter. Er hat Klefki noch am Start, der defensiv guten Rolle erfüllen kann, einfach nur durch sein Typing, nicht durch seine Werte. Metagross tankt auch noch ganz gut, I guess. Incineroar natürlich auch mit seinem Intimidate und seinem soliden Bulk gut am Stissel. Miltank kann noch eine gute defensive Rolle erfüllen, aber ich weiß nicht, es ist eine Durchschnittsdefensive, würde ich sagen. Durchschnitt bis leicht unterer Durchschnitt. Ja, gehe ich mit. Also Lando kann man noch defensiv auf jeden Fall mit reinschmeißen, weil er mit dem Bedroher und so oder soliden defensiven Werte halt auch defensiv arbeiten kann. Aber Milotic geht auch noch voll fit, ist klar, ist einer der besten defensiven beim Water-Types, wenn nicht sogar der beste vielleicht, den man haben kann. Und dann wird es halt schwierig. Ja, Metagross kann defensiv machen, aber ist weiß ich nicht, so krass defensiv finde ich den halt auch nicht. Klefki, nee. Also der hilft dir halt ein bisschen durch seine Prankster, aber und durchs Typing, aber ansonsten finde ich den jetzt auch nicht so geil. Ja, also ist für mich eher durchschnittsdefensiver. Ja, ich sag mal so, ich habe Rick 5 Punkte gegeben, ich habe Max 5 Punkte gegeben, Olli 3. Ich würde sagen, die Defensive ist auf jeden Fall deutlich besser als Ollis, aber ich weiß nicht, ob es für 5 Punkte reicht. Ich wäre dabei 4 bis 5. Bei mir sind es 5. Dann geh ich wieder auf 4. Das passt dann mit unserem internen Ranking hier. Gut. Dann bleibt das so stehen. Kors. Ja, er hat den Speedrun Fantasy Core gemacht. Mit zwei Mons ist er schon durch, Latios und Klefki. Er hat noch einen zweiten Steel-Type dabei, aber das passt auch. Metagross und Klefki ergänzen sich, also die schließen sich jetzt nicht aus. Generell finde ich, dass Klefki ein bisschen weird in dem Team aussieht. Da weiß ich nicht, mit Fuego und Metagross hätte ich wahrscheinlich eher noch ein anderes Mon im B gesehen, aber das wird ihm gleich Punkte bei Utility bringen. Ja. Ja, er hat den Firewater Grass Core voll. Ja, diesmal erkenne ich das Grassmon da unten im D. Aber ist auch wieder so, ich weiß Ja. nicht, wie oft das Grassmon mitkommen wird. Danny, hast du eigentlich noch Vietnam-Flashbacks von dem Ding? Oh, ich will das Vieh gar nicht sehen. Das, ja, sollte man sich darauf vorbereiten, empfehle ich jedem. Ja, definitiv. Also oben die Ice Weakness ist natürlich wieder am Start. Milotic ist da aber noch ganz gut als Counterpart, es sei denn, es geht gegen einen Kyurem oder generell Freestraymons, dann hast du aber wieder Incineroar dabei. Die decken sich da oben eigentlich schon ganz gut ab. So Raikou mit seiner Ground Weakness, da hat er oben gleich zwei Mons, die da reinkommen. Ist schon ganz nice. Generell ein bisschen Ground Weak das Team, ne? Mit Raikou, Incineroar, Klefki und Metagross. Alle Ground Weak. I don't know. Aber wie gesagt, mit seinen beiden Böllerbussen da oben, die resistieren, also die immunisieren das beide, deswegen passt das auch. Würde ich auch wieder sagen, liegt im Mittelfeld. So, liegt im Mittelfeld. Ich glaube, ich bin da bei 5 Punkten wieder. Ja, also was mir auffällt, ist, dass ein Fighting-Type fehlt. Ist grundsätzlich nicht schlimm, weil es jetzt nicht das ultrawichtigste, der ultrawichtigste Type ist. Kein Poison-Type bei, deswegen hätte ich fast gesagt, Freunde bringt Toxic Spikes mit. Aber er hat halt zwei Steel-Types, zwei Mons, die schweben, beziehungsweise fliegen. Ja. Und hat halt natürlich dann auch eben Defog auf diesen Mons, die da halt das Ganze dann ja nicht beeinträchtigt. Von daher ist das für mich dann auch kein großer Kritikpunkt. Ja, das ist halt wieder ein grundsolides Team, was Core und Synergien angeht. Ne? Was willst du groß sagen? Du kannst ein bisschen rumpivoten mit Milotic und mit Incineroar und deine Böllerbusse dann halt in Stellung zu bringen.
Du hast mit Ditto in C halt etwas, was Setup verhindern kann oder Setup abusen kann, Ja, je nachdem. da kommen wir gleich ja in Utility dann drauf. Da Ja. werde ich für Ditto auch Punkte geben, weil es einfach geil Ja, ist, wie es dich ne, schon deswegen. angrinst. Bitte? Wie es dich schon angrinst in der Grafik, feiere ich. Ja, wunderbar, ne? ja, insgesamt Core-Synergien finde ich okay. Zwei Steel-Types weiß ich immer nicht. Also bin ich jetzt kein Riesenfan von. Hier schließen die sich zwar nicht aus, aber ja, Klefki ist quasi nochmal so was Besonderes als Steel-Type, ne? Klar, durch den Prankster und deine, ne, was wir gleich noch besprechen werden. Ja, aber wie du auch schon sagtest, also Kyurem zum Beispiel sieht gegen den Kader halt einfach insane aus. Freeze-Dry, Earth Power, adios, so, True. machst du nicht viel. Aber ja, ich werde da wahrscheinlich auch wieder bei 5 Punkten. Sehr gut. Dann gehen wir einfach nahtlos über ein Utility, was wir ja gerade schon gesagt haben. Erstmal Hazards. Er hat sowohl solide Rocker mit Lando T, einer der besten Rocker überhaupt. Wenn du ihn mal Scarf spielen möchtest oder so, dann kannst du immer noch auf Metagross oder Miltank vor allem ausweichen. Sind auch sehr gute Rocker. Nimmt man auf jeden Fall mit. Er hat auch sehr guten Defog am Start mit Klefki. Dafür müsste Klefki aber halt mitkommen. Latios will ungerne defoggen. Spinner, soweit ich sehe, hat er nicht. Nee, Nee. eigentlich muss er schon fast, ist er schon fast gezwungen, Klefki mitzunehmen, um reliable zu defoggen. Oder du spielst es halt auf Latios. Okay, Hazard Removal, auf jeden Fall dicker Abzug. Gut, defensives Lando. Vielleicht noch, ne? Ja, aber willst du da Rocks und Defog spielen? Deine Nee, eigenen? also da kannst du natürlich Ja. nicht beides drauf spielen. Ja, gut. Und Musst dich entscheiden. dann bist du halt wieder gezwungen. Ich meine, kann man machen, so kann man aber auch lassen. Ja klar, ich will es nur in den Raum schmeißen, ne? So. Ja, ist ja auch true. Ansonsten Spiken kann er auch noch wieder mit Klefki, deswegen Klefki Utility Mon ohnehin. Mit Prankstar und T-Wave kann man da auch noch was machen. Hier Prankstar Magnetflug. Ist auch ganz witzig gegen Ground Mons. Ja. Aber Utility-mäßig schon ein schwächeres Team. Er hat gut Momentum, ne? U-Turn auf Lando, Flip-Turn auf Milotic, Volt-Switch auf Raikou, Parting-Shot und U-Turn auf Incineroar. Ja. Teleport auf Kadabra, nicht zu vergessen. Spielt man immer. Und. Ja, notfalls noch hier Baton Pass auf Latios, aber das ist halt ein Wasted Slot dann eigentlich. Ja, Ja. würde ich sagen, also es ist schwierig. Wir haben bei Max und Nico Ja. haben wir jeweils 5 Punkte bei Utility vergeben. Und so in die Richtung geht das hier auch wieder, wobei ich da sogar eher wahrscheinlich noch bei 4 Punkten wäre, weil er so hart auf Klefki relyen muss. So, Ditto natürlich sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice ist Utility Mon, einfach schon Setup im Teambuilding zu verhindern, ist auch ziemlich nice. Ja, ich bin bei 4 bis 5 Punkten. Also klar, er ist halt ultra eigentlich, und das hört er vielleicht nicht gerne, weil er hatte letzte Season Klefki auch und hat den nicht viel benutzt. Aber in dieser Season ist er fast eigentlich krass auf den angewiesen. Weil ich sehe auch Klefki in bestimmten Matchups gegen bestimmte Mons als einzigen großartigen Counter, unter anderem. Und halt, wie du schon sagtest, ne, da ist eigentlich der best, oder in dem Team zumindest der beste Reliable Defogger. Auf den anderen beiden willst du es nicht haben. Aber Ditto hingegen reißt es bei mir halt dann wieder raus, so, weil, wie gesagt, er ist entweder Setup-Abuser oder Setup-Verhinderer. Und für einen C-Pick dann halt eigentlich schon ziemlich nice. Und deswegen würde ich da tatsächlich eher in die Richtung 6 Punkte gehen. Da würdest du tatsächlich mehr Punkte vergeben als bei Nico und bei Max. Also da sehe ich den Kader gar nicht. Ich gehe mit 5. Ich gehe mit 6, ich bleibe dabei. Also ich bin schon der Meinung, dass der ein bisschen flexibler ist als Nico und Max. Nicht viel, deswegen halt auch nur ein Punkt mehr. Aber zumindest in dem, was ich sehe, schon. Ja gut, ich sehe die da halt auf einem ähnlichen Level, weil er so hart auf einen Mon da relyen muss. Aber gut, würdest du persönlich diesen Kader gerne spielen? Auf gar keinen Fall. Nee, Also, ich auch nicht.
Einzelne Monster von vielleicht schon. Auf so ein Lando vielleicht mal Bock. Auf so ein Latios vielleicht mal Bock. Fuego, Metagross, ja, ganz cool. Aber insgesamt, dieses ganze Ding, ich hätte da wirklich gar keinen Bock drauf. Geht mir relativ ähnlich. Also, ich gucke mir das Team an und gucke mir so die Mons im Einzelnen an und denke mir, ja, da ist einiges dabei, was ich cool finde. So Incineroar finde ich auch richtig cool. Milotic habe ich selber schon zweimal gedraftet. Der Junge geht immer. Ob ich den im A holen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, wenn ich noch einen Bulky Water brauche und noch einen A-Slot frei habe. Aber Lando, Latios, das ist alles ziemlich cool, aber ich würde es so als gebündeltes Team ungerne spielen. Es ist wieder ein Team, was zu Niklas passt, aber zu mir würde es nicht passen und deswegen gehe ich da, glaube ich, mit auch wieder mit 5 Punkten, so ähnlich wie Ricks Team. Das finde ich auch cool, aber würde ich ungerne spielen und genauso geht es mir bei Niklas, da gehe ich auch mit 5 Punkten, glaube ich. Ich muss gerade überlegen, ob ich mich vielleicht bei Rick in die Gyros-Bomber-Falle gesetzt habe, was persönliche Präferenz angeht. Ja, mit 3 Punkten warst du da gut am Start. Ja, weil ich. Ja, komm, ich gehe bei Niklas auch mit 3. Weil ich würde die auf eine andere Art und Weise nicht gerne spielen. So, deswegen gehe ich mit 3. Weil, wie gesagt, Einzelmons finde ich davon ganz cool, aber insgesamt irgendwie. Holt mich das halt nicht ab, wo ich sagen würde, ja, das übernehme ich gerne. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Das heißt, ich vergebe 25, du 26 Punkte. Wir sind insgesamt bei 51 Punkten und das ist der bisher tatsächlich schlechteste Kader, den wir jetzt so gerankt haben. Passt ja auch, Oh, weil interessant. Niklas ist auch ziemlich bad in Mons. Nein, Spaß, kleiner Front. Richtig. Kleiner Front. Aber es ist ja immer noch ein grundsolider Kader, da sehe ich ihn auch, aber für mehr, finde ich, reicht es halt auch tatsächlich nicht. So, da gehe ich mit dem Ranking mit. Ja. Ja. Alright, so. Wie wir alle wissen, nach Niklas kommt Philipp. So, erstmal muss ich Philipp große Props dafür geben, dass er nicht so eine Scheiße gedraftet hat wie in der letzten Season. So, das hat dieses Mal alles bisschen mehr Hand und Fuß. Und erstmal dafür schon mal dicken Respekt. Ich gehe auch jetzt direkt mal auf die Offensive ein, weil die ist aber mal anders vorhanden. Also Garchomp knüllert dich um. Thunderous Eye, ja, ne, viele unterschätzen den so ein bisschen. Ist ja überhaupt ein S-Pick, kann man drüber streiten, aber reinknallen tut er trotzdem. Ne, mit 111 Speed und seinem 125 Special Attack müssten das sein. Oder 115 Attack, kannst du beides spielen. Sehr, sehr gut. Er hat Blacephalon, er hat Primarina. Das böllert speziell so hart rein. Und das wäre auch schon mein einziger Kritikpunkt an dieser Offensive, dass die halt ein bisschen speziell ausgelegt ist. Aber du hast halt mit Garchomp und mit Durant, vor allem im B-Tier, aber nochmal ganz gute physische Optionen. Celebi kannst du auch als Setup-Sweeper oder generell als Setup-Mon auch nochmal offensiv auslegen. Aber grundsätzlich finde ich diese Wucht, die dir da reinknallen kann, finde ich schon sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut. So, da sind wir schon im Bereich von 7 Punkten. So, das ist eine Nico-Offensive. Von den reinen Werten und Typen, die dir da in die Bagage schallern können. Ja, ist es. Diese Offensive, die macht mir wirklich Angst, bin ich ehrlich. Du hast eigentlich alles angesprochen. Garchomp, Blacephalon, Durant. Ah, das knallt rein. Das knallt ordentlich rein. Und bin da auch definitiv in den höheren Punkten angesiedelt. Voltolos, ja, kannst du halt machen. Ne? Hat ja auch sowas wie Defiant. Ja. Nicht so ganz verkehrt. Ich korrigiere Also. mich übrigens nochmal hoch auf 8 Punkte. Ich finde, das ist die tatsächlich bisher beste Offensive, die wir hier sehen. Wenn ich mir das nochmal so angucke. Mit Primarina, Blacephalon, Garchomp, Ja, Durant. Eieieiei. Ja. also diese Offensive gefällt mir halt richtig gut. Also wirklich richtig gut. Boah, ich könnte mich jetzt hier mit in eine Falle setzen. In eine dicke Falle. Ich gehe auf 9. 9 Punkte. Oh, der Mann geht auf 9. Interesting. Aber ja, auch da wieder selbe Tendenz. Wir sind beide der Meinung, das ist die bisher beste Offensive, die wir hier haben. Ja, also mir gefällt auch, wenn ich da auch mal, nochmal einhaken darf, ne? Auch so ein Rapid Dash im D-Offensiv mit einem ST oder so. Ja, der kann was machen.
Kann was machen. Kann er machen. Das gefällt mir halt sehr gut. Ja, finde ich auch sehr nice. Dann kommen wir jetzt aber zum anderen Punkt und das ist die Defensive. Und ja, die ist halt kaum vorhanden, muss ich sagen. Also er hat halt Mons, die man defensiv spielen kann. So. Beispielsweise Guard Chomp und Celebi kannst du auch defensiv ganz gut auslegen. Das funktioniert schon. Aber er hat nicht viele Switch-ins, wenn ich mir das mal so angucke. Also Primarina tankt natürlich auf der speziellen Seite auch einiges. Dann kommt aber wieder was Physisches um die Ecke und schickt ihn in die Hölle. Generell gegen Eis ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn da, also wo wir wieder bei Kyurem wären, also so ein Freeze-Dry gegen dieses Team, wenn dann Fire-Type Blacephalon ist, schwierig. Schwierig. Während es offensiv einer der besten Kader ist, finde ich, ist es defensiv einer der schlechtesten, weil er da am wenigsten Antworten hat. Und ich würde sogar noch mal einen Schritt weiter gehen und würde sagen, es ist der schlechteste. Alolan Snobili hat da unten, kann zwar physisch auch noch wieder einiges tanken, aber das ist alles so nischig, was da defensiv gespielt wird. Und ich muss leider sagen, glaube ich, defensiv noch schlechter als Ollis Team, weil Olli hat zumindest mit Bronzong und Felinara und Swampert so diverse Antworten, die fehlen mir hier teilweise komplett. Also da muss ich sagen, da gehe ich, glaube ich, so gut er in der Offensive ist, so schlecht ist er in der Defensive, da gebe ich, glaube ich, mit 2 Punkten. Ja, da gehe ich vollkommen mit. Ich sehe das eigentlich 1:1 genau wie du. Natürlich ist Gastrodon defensiv gut. Celebi finde ich gar nicht mal defensiv so geil, bin ich ehrlich. Er hat halt eine Vierfachschwäche gegen Primarina. Käfer, ne? Das ist auch wieder ein bisschen all. Das ist halt für ein defensives Mon schon relativ schwierig. Und Primarina ist defensiv noch gut, aber ansonsten, klar, du kannst Tankchomp spielen. Aber ansonsten, auch Alolan Poison kippt halt durch eine spezielle Attacke meistens irgendwie um. Ja, also da gehe ich mit 2 Punkten mit. Alright. Alright, Cores und Synergien. Der Fantasy Core ist erfüllt. Wir sehen ihn direkt auf der ganz linken Seite, ne? Mit Garchomp, Primarina und Durant. Ist auch ein sehr, sehr geiler Fantasy Core. Der Steel-Type erfüllt nicht so grundsätzlich die Rolle, die Steel-Types erfüllen. Dafür böllert er dich halt einfach um. Oh, das kann man immer machen. Sehr, sehr nice. Ich mag offensive Steel-Types. Wird man später wahrscheinlich auch noch an meinem Kader sehen. Deswegen, der ist sehr nice. Fantasy Core ist auch sehr nice. Celebi, ein guter Grass-Type. Wie gesagt, klar, Vierfachschwäche, aber ich fühle den trotzdem. Ja, ich habe ihn nicht umsonst gepickt. Er hat mich schon relativ überzeugt. Primarina und Gastrodon als Water-Types, Blacephalon als Fire-Type. Es ist halt alles sehr offensiv gestaltet, aber die Cores sind auf jeden Fall da. Da ist dann nur wieder die Frage, wie gut synergiert das Team zusammen? So, es ist ein bisschen Momentum da. Ne? Im S-Tier, Thunderous Eye. Kann noch das ein oder andere in Stellung bringen, hat aber halt das Problem, dass er meistens eine faste U-Turn oder ein faster Volt-Switch ist, der dir dann nicht so viel Edge gibt. Primarina bringt ganz gut andere Viecher in Stellung, das ist schon ganz nice. Ansonsten muss er sehr viel auf Hard-Switches relyen. So klar, Arctos, Ninjask und Alolas Nobilikat, die haben auch alle noch Momentum, aber wie oft kommen die mit? Die Cores sind auf jeden Fall gut. Aber, wenn auch sehr offensiv, aber die Synergie ist dafür, finde ich, ein bisschen schlechter, aus den eben genannten Gründen, weil trotz, dass die Typen sich gut abdecken, ist es halt schwer, Switch-ins zu finden, wiederum, wo wir bei der Defensive wären. Deswegen ist das, glaube ich, auch wieder so ein Mittelfeld. Ich glaube, da gehen wir mit 5. Ich glaube, da gehe ich mit 5 Punkten. Ja, da brauche ich gar nicht viel hinzufügen, da gehe ich auch mit 5. Also eigentlich kann ich genau das übernehmen, was du gesagt hast. Alright, dann mal gucken, ob ich das übernehmen kann, was du bei Utility sagst. Also, fangen wir mit den Positiven an. Wir müssen ja mal positiv reinstarten, was die Utility angeht. Da ist nicht viel Positives, finde ich, aber wir können damit anfangen. Und das ist der Speed in dem Team. Das ist fast insane. Ja, Also, das ist der wirklich hat insane. drei Mons, die über 110 Speed haben oder 110 plus. Warte mal, Voltolos hat 111, genau. Persian und Ninjask, klar, die sind in den Lower Tiers. Aber ansonsten auch darunter das Speed-Tier, ne? Mit Garchomp, Blacephalon, Celebi, Durant, Rapidash. Das ist super gut, ne? Also, das ist wirklich richtig gut. Er hat kaum langsame Mons, was ihm wehtun kann, wenn man Trick Room gegen ihn spielt. Okay, ja. Was?
Weiß ich nicht. Hat er nie gehört. Ja? hat er nie gehört. Das könnte ihm ein Verhängnis werden. Und jetzt kommen wir zu den negativen Sachen. Also Hazard Game, schwierig. Außer Chomp und Celebi hat er niemanden, wenn ich das richtig sehe. Auf Chomp, dann musst du ihn ja quasi schon halbwegs defensiv spielen. Und Celebi finde ich als Rocker halt so, naja, kann man machen. Und was dann das Hazard, die Hazard Control angeht, da hat er Voltolos, Arktos und Ninjask. Und Arktos und Ninjask sind im C und D. Das heißt, du wärst quasi drauf Und haben jeweils eine gezwungen. Vierfachschwäche, brauchen also die Boots. Richtig, die brauchen die Boots. So, das heißt, entweder musst du auf dann Voltolos Defog spielen, was ich eigentlich nicht wollen würde mit dem. Klar, du hast dann halt eine Prio-Defog, aber eigentlich ist Voltolos offensiv zu cool, als dass der da defensiv dann so eine Arbeit machen müsste. Und das ist halt echt, echt ein Problem in diesem Team. Und ich sage auch hier an dem Punkt, Freunde, nehmt gegen ihn Toxic Spikes mit, denn das ist, sieht insane aus. Also wirklich. Ja, gehe ich mit. Also ich gehe auch mit dem, was du gesagt hast. Ich finde es auch ein bisschen schade. Klar, er ist Full Offense gegangen in den oberen Tiers. Das kann man auch so machen. Dann finde ich es aber wiederum schade, dass er sich in den unteren Tiers nicht so ein paar Mons mitgenommen hat, die wirklich nur fürs Hazard-Stacking da sind. Weil das unterstützt ja so offensive Teams nochmal. Oder beispielsweise anstatt möglicherweise Celebi oder Gastrodon, Scolipede war auch noch ganz, ganz lange frei. Ich hätte Scolipede sehr, sehr gesehen in diesem Team, muss ich sagen, als Suicide Lead. Und ja, deswegen allzu hoch können wir da nicht gehen, würde ich sagen. Nee. Das, was ich hier auch nochmal anmerken wollen würde, weil mir das gerade auffällt, ich verstehe Gastrodons Rolle in diesem Team nicht so ganz, muss ich Es sagen. ist halt da. Es ist da, es ist ein Ground-Type. Ende. Ja, den hat er halt in Chomp und den Bulky Water-Type hat er im Zweifel in Primarina. Ja, Weiß genau. ich nicht. Und Gastrodon ist halt da, um es zu sacken, wenn du die anderen beiden nicht angechippt haben willst. So, das ist die Rolle. Ja, So wie ich es schade. gerade sehe. Ja, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Bin ich kein großer Fan von dem Pick. Deswegen, wie du schon sagst, Scolipede wäre da halt insane gewesen. Ja, und ich mach's kurz und schmerzlos. Mir gefällt die Utility in dem Team gar nicht. Also wirklich gar nicht. Auch Momentum ist schwieriges Thema. Boah, 2 Punkte. Mehr kann ich da leider nicht geben. Ja, geh ich, glaube ich, mit. Wobei, mir gefällt der Speed so gut und vielleicht hat er sich das auch so gedacht, dass er gar nicht so viel relyen möchte da drauf. Ich glaube, ich gehe mit 3 Punkten. Ja, fair. Ist trotzdem immer noch das Utility-schwächste Team mit Abstand bisher. Ja. Alright, persönliche Präferenz. Danny, gefällt dir HO? Nee, irgendwie nicht. Also in Teilen kann man das gut machen, aber sich nur darauf zu fokussieren, finde ich dann schwierig. Also mir hätte das gelangt, wenn der Offensiv mit Bucephalon und Durant als richtige Böllerbusse da reingeht. Einen physischen, einen speziellen, und dann halt da so ein bisschen was drumherum baut, aber sich halt primär dann so auch mit Voltolos dann dazu, das gefällt mir halt irgendwie nicht so ganz zumindest. Da hätte ich mir was anderes gewünscht. Also es ist in Teilen ganz cool auch wieder da. Wenn ich es jetzt selber hätte, hätte ich Probleme damit umzugehen, bin ich ehrlich. Aber cool ist es in irgendwie in Teilen schon, weil halt Offensive auch schon cool sein kann. Ne? Und ich würde sagen, für mich sind das ja 4 Punkte. Ich finde es ein bisschen geiler als bei Niklas und Rick, für mich persönlich, aber halt jetzt nicht so ultra geil wie zum Beispiel Ollis. Ja, alright. Gut. Übrigens, wir haben gerade bei Utility auch noch einen Grund, weshalb ich 3 Punkte vergeben habe. Auch Prankster nochmal mit Torn-Eye, ne? Thunderous Eye. Die Ja. Option hat er natürlich auch noch. Ich mache es auch kurz und schmerzlos. Ich hätte auf dieses Team ziemlich Bock. Mir fehlen, also ich müsste mich richtig im Teambuilding anstrengen, um so die eine oder andere defensive Rolle noch auf Zwang da rein zu kaspern.
Aber grundsätzlich mit Durant und Blacephalon einfach mal drauf losböllern, finde ich schon ziemlich cool. Habe ich bisher noch nicht so großartig gemacht. Ich glaube, Phillips Kämpfe werden sehr selten länger als 20 Minuten gehen, weil einfach entweder er tötet den Gegner oder er hat verloren. Deswegen, ja, ich finde das Team aber sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ich würde es einfach gern mal spielen, einfach für die Experience, und deswegen gebe ich da, glaube ich, 7 Punkte. Okay, da sind wir also doch anderer Meinung. Definitiv, ja. Aber ich find's actually ziemlich cool. Es fehlt halt das, was ich sonst immer noch gerne drin habe, aber allein deswegen für die reine Experience würde ich schon mal zocken. Na gut, alles klar. Alright, das macht dann bei mir insgesamt 25 Punkte, also genau exakt wie bei Niklas. Und bei dir, du gibst 22 Punkte und findest es damit bisher mit Abstand das schlechteste Team. Interesting. Damit kommen wir insgesamt auf 47 Punkte. Und das reicht nochmal wofür, Danny? Das müsste der grundsolide Liege. Kader sein, oder? Ja, ich meine auch, genau. Eher am unteren Spektrum. Deswegen auch ein paar Punkte schwächer als Niklas, aber immer noch ein grundsolider Kader. Ja. Okay. Okay. So, dann gehen wir doch einfach mal direkt in das nächste Team rein. Und das ist das Team eines Newcomers. Und zwar vom lieben Felix. Das Team mit Chokey Balboa. Danny, wie findest du, hat er sich so für seinen ersten Draft angestellt, insbesondere bezogen auf die Offensive? Also ich weiß nicht, wie sehr er Competitive Pokémon-Erfahrung hat, aber offensiv sieht das schon echt lecker aus, muss man schon sagen. Zeraora ist offensiv durchaus gefährlich, Latias ist offensiv insane, Cobalium offensiv kann der richtig Work machen, Ravigator ist offensiv sehr, sehr gut. Scolipede kann offensiv sich gut aufsetzen. Glurak ist offensiv wirklich nicht schlecht in der Sonne. Also mir gefällt das offensiv schon ganz gut, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, in was ich mich da jetzt reinsetzen würde, reinmanövrieren. Es ist nicht ganz die Offensive, die Philipp hat. Es ist eine andere Offensive, weil die halt auch wieder sehr, sehr breit aufgestellt ist, ne? Du kannst die offensive Arbeit auf wirklich viele Mons verteilen. Du kannst sagen, okay, das offensive Mon soll jetzt halt ein bisschen dann diese Work machen oder ein bisschen defensiv arbeiten, ne? Also ich gehe da, glaube ich, mit 7 Punkten. Okay, interessant. Ja, ich finde, es ist das offensiv schwächste Team bisher. Da geht unsere Meinung auf jeden Fall stark auseinander. Okay, ja. Latias habe ich selber auch mal gespielt. Latias ist nicht Latios. Latias ist ein bisschen mehr versatile, weil du einfach defensiv mit dem Jungen mehr anfangen kannst, weil er sowohl physisch als auch speziell defensiver ist. Aber er knallt halt nicht so rein, wie das ein Latios tut. Zeraora solltest du aus eigener Erfahrung wissen, der Junge ist schnell, der Junge kann ziemlich viel anstellen, aber der breakt nicht. Cobalium und Feeny benötigen beide Setup, damit sie irgendwas hinbekommen, offensiv, sind dafür aber halt defensiv ziemlich nice. Rabigators Knocker und EQ ist sehr, sehr geil, da stimme ich dir zu. Scolipede ist auch richtig nice, ich weiß nur nicht, wie ich den in diesem Team hier fühle. Diese kleine Sonnenengine kann in dem einen oder anderen Matchup auf jeden Fall mal gut Work machen. Das sehe ich auch. Dann hat er halt mit Tangela und Mashok zwei Gen 1 Evolith-Nutzer. Kann man auf jeden Fall machen. Und Glaceola sollte man nicht disrespekten. Wenn du den spackst, der hat auch Freeze Dry, der hat, glaube ich, 130 Special Attack. Den sehe ich auf jeden Fall auch noch. Aber offensiv fehlen mir da so die wirklich gigantischen Threats. Es ist eher so das Team, was dich ein bisschen mürbe macht und dann auf die Dauer besiegt. Aber ich finde, es ist bisher actually die schlechteste Offensive und da würde ich, glaube ich, 4 Punkte geben, wenn ich Max 5 gegeben habe. Oder ich setze es ins gleiche Tier wie Max. Da bin ich mir noch unschlüssig. Ich glaube, ich gebe. Ah, ich muss noch mal kurz Max Kader sehen. Damit ich mich hier nicht wieder Gyros bombe. Nee, definitiv 4 Punkte. Kann ich respekten. So, und du gibst 7, habe ich ge gehört, ne? Ja. Ja, Alright. genau. Alright. Dann mache ich mal weiter mit der Defensive, weil die ist, finde ich, deutlich besser vorhanden. Es ist auch jetzt wieder nicht die klassische Defensive, aber Fini schmeißt du einfach in alles rein.
Latias auch speziell sehr bulky. Du kannst dem Jungen einfach die Offensivweste geben. Und dann spielst du ihn halt ohne Damage Boosting Item, trotzdem mit Full Attack, Special Attack. Und der tankt speziell einfach so gut wie alles. Ist nice. Physisch mit Kobalium. Auch wieder nicht der klassische Steel-Type, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr gute physische defensive Werte. Das passt schon. Dravigator mit Intimidate auch sehr nice. Beide Evolith-Nutzer ziemlich tanky, insbesondere Tangela, sind aber Lower-Tier-Picks, ne? Deswegen. Zeraora kannst du aber auch ziemlich bulky spielen, weil er einfach so viel Speed hat, dass du die Punkte anders verteilen kannst. Das weißt du ja besser als ich. Deswegen. Ja, das ist solide. Das ist solide. Ich glaube, wenn wir von solide sprechen, sprechen wir von 5 Punkten. Also Defensive, muss ich sagen, gefällt mir nicht so gut wie die Offensive. Also da sind wir wirklich unterschiedlicher Meinung. Finde ich interessant. Du siehst das ja genau andersrum. Weil ich, Zeraora, der kann ein bisschen Bulk sein, aber der ist nicht so bulky, glaube ich, wie manch einer schätzt. Also der hat gute Werte, aber der wird halt auch trotzdem mal ganz schnell irgendwie dann rausgenommen, auch wenn er schnell ist. Ja. Aber Latias ist klar, ist defensiv gut. Fini finde ich defensiv gut. Ich finde Cobalion nicht so krass defensiv gut, wie du ihn jetzt findest. Da bin ich vielleicht wahrscheinlich auch alleine mit der Meinung insgesamt. Mir gefällt er halt offensiv deutlich besser, wenn er sich setupt. Und Rabigator ist defensiv noch ganz gut. Und der Rest, den finde ich jetzt, also ich finde die Evolith-Nutzer jetzt defensiv nicht ganz so geil, muss ich gestehen. Bei Tangela. Ja, der hat eine vernünftige physische Defensive, aber speziell, und Marschock weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, der so der normalste Evolith-Nutzer ist, den man so im Game bekommen kann. Es ist halt jetzt, Von es ist halt daher, das Signature, ne? Das musste schon rein, hat schon ja, Style-Punkte. ist es okay, dafür gibt es ein paar Style-Punkte. Ich würde defensiv auch mit 5 Punkten gehen. Also da sind wir zwar auf einer Ebene so, aber ich finde es halt nicht so geil wie die Offensive. Ja, ich finde es halt tatsächlich ein bisschen besser als die Offensive. Und zwar wegen der Synergien und Cores. Darauf kommen wir nämlich jetzt. Er hat sich ja den Hese-Gedächtniskader gedraftet. Und das nicht ohne Grund, weil Latias und Cobalion, die synergieren schon anders gut. Finde ich sehr, sehr nice. Fini kannst du immer reinschmeißen. In die Electric Moves kannst du sowohl Latias reinwerfen, als auch noch viel besser Zeraora. Zeraora und Latias auch wieder eine gute Kombination. Also das passt schon alles irgendwie. So, ne? Das passt schon. Also ich sehe das System. Der kann rumswitchen und rumswitchen. Und hier und da sich dadurch ein bisschen Advantage holen. Alles schon ganz nice. Insgesamt hat er natürlich mit Latias, Cobalion und Fini einen sehr, sehr nicen Fantasy-Core. Er hat auch den Firewater Grass-Core auf dem Papier voll gemacht, dadurch, dass Tangela am Start ist. Aber ich sag dir, unterschätzt Tangela nicht. Nico hatte den zwar mal und hat den nicht einmal mitgenommen, aber ich sehe den schon. Wenn du so ein physisch-defensives Mon brauchst und das Matchup gerade passt, schmeißt du Tangela rein. Dann leech-seedet der und treibt die Gegner so ein bisschen zur Verzweiflung. Also, das passt schon. Der ist nicht so useless, wie du ihn vielleicht jetzt so gerade einschätzt, denke ich. Ja. Ja, weiß ich nicht. Es gefällt mir nicht ganz so. Meine persönliche Meinung. Ich Nee, ist mag ja klar. Tangela, aber also als alleine so das Mon, aber ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich den so als Evolith-Nutzer so geil finde, dass man den im C picken muss. Aber wie gesagt, ich bin bei dem Kader ja offensichtlich doch anderer Meinung als so manche. Vielleicht täuscht auch einfach bei mir so ein bisschen darüber hinweg, dass ich diese Einzelmons alle ziemlich, ziemlich nice finde, die da gepickt wurden. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, Utility finde ich solide. Die Cores meine ich jetzt, da sind wir ja, finde ich solide. Hast du eigentlich alles angesprochen, was zu sagen gibt? Die Cores sind erfüllt, Synergien sind gegeben. Latias und Zoroark mag ich ganz gerne. In Verbindung mit Fini eigentlich ganz geil, dass du da das Feld rausholst, dass da keine Statusprobleme bekommen kannst, gerade auf Zeraora und Cobalion kann das ziemlich gut sein, dass sie da nicht irgendwie geburnt werden oder so. Das kann ich auf jeden Fall fühlen. Ja, deshalb, also ich würde da 6 Punkte geben, auch noch mit der kleinen Sonne, die da auch noch ganz gut
Möglichkeit hat, in dem einen oder anderen Matchup was zu reißen. Ich bin noch mit 6 Punkten dabei. Gefällt mir gut. Da gehe ich mit, da gehe ich mit. Okay. Okay. Interessant. Interessant. Nachmacher. Nein. Ja, damit du mir gleich nachmachen kannst, würde ich sagen, gehe ich einfach auf die Utility dann ein. Rein in die Er hat zwei Olga. sehr gute Rocker. Sehr gute Rocker, würde ich sagen. Mit Rabigato und Cobalion. Er kann mit Scolipede auch die Spikes, sowohl T als auch normale Spikes, aufsetzen. Wenn du ihn so als quasi Suicide Lead oder so spielen willst, funktioniert das auch gut. Was mir Sorgen macht, ist ein bisschen die Hazard Control. Weil Latias kann es, aber willst du das auf Latias? Klar, der ist ein bisschen defensiv oder der ist defensiver als Latios, aber trotzdem Defog auf dem, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so das, was ich auf Latias spielen wollen würde. Du kannst es auf Fini spielen, machst dann aber halt auch selber dein Feld weg im Zweifel, wenn du mit Fini reinkommst. Weiß nicht, ob das so cool ist, aber klar, ist halt ein defensives Mon, kannst du machen. Und dann hast du halt noch Glurak. Und auf Glurak willst du keinen Defog spielen, wenn du einen Sonnen oder eine Sonnenenergie hast. So, das heißt, Glurak fällt eigentlich schon raus. Und das wird dann irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, ich finde, also ich bin da ganz bei dir. Ich finde, das ist der umgedrehte Fall von Nikos Utility oder Nikos Hazard Game. Nico hat sehr, sehr viel Reliables dabei, um Hazards wegzumachen, dafür nicht viel, um es zu setten. Und bei Felix ist es genau andersrum. Der kann auf jeden Fall sehr reliable setten, kriegt es aber selber nicht wieder weg, wenn gegen ihn Hazards geschmissen werden. Deswegen Ja. würde ich auf einem ähnlichen Level sehen. Ich habe bei Nico 5 Punkte gegeben für Utility. Die würde ich hier auch sehen, insbesondere weil mir auch die Speeds gut gefallen. Ne? Zwischen Ja. 143 und 110 klafft ein Loch. Aber das ist klar, wenn du dir so ein super fastes Mon wie Aura reinholst, dann hast du da noch Cobalion rumlaufen, auch seine Bulky-Mons, nämlich mit hier Crocodile und Tapu Fini, die sind beide auch dafür, dass sie defensiv eigentlich eher ausgelegt sind. Relativ fast mit 85 und 92. Das sieht alles schon ganz nice aus. Deswegen, da gehe ich auch mit 5 Punkten. Ja, also wie du schon sagtest, der Speed gefällt mir auch sehr gut. Das ist ähnlich wie bei Philipp tatsächlich. War fast 1 zu 1 dasselbe. Ne? Gerade auch noch mit dem Speed Boost, das Scolipede hat. Ja, gebe ich 5. Ja, alright. Dann sind wir uns da ja mal wieder einig. Es ist einfach klasse. Danny, würdest du diesen Kader spielen wollen? Ich fange mal bei mir an. Nee. Nee. Es ist wieder einfach nur persönliche Präferenz. Ich mag die Einzelmons. Ich habe aber Latias schon mal gespielt und der hat mich jetzt nicht so überzeugt im A damals noch, dass ich in dem S nochmal picken würde. Fini finde ich geil. Es sind schon einige nice Sachen dabei. Aber so persönlich glaube ich, ist mir der Kader so ein bisschen zu bunt durchgemixt, als dass ich da so richtig Bock drauf hätte. Und wenn ich nicht so Bock drauf habe, einen Kader zu spielen, aber den insgesamt doch relativ cool finde, gebe ich historisch gesehen immer 5 Punkte und die würde ich diesmal auch wieder vergeben. Ja, sehe ich ähnlich tatsächlich auch wieder hier, weil mir gefallen die Einzelmons ganz gut und insgesamt aber gibt es da halt dann auch die ein oder anderen Probleme, die ich auch sehe. Aber ich hätte Bock auf Rabigator, Scolipede, Zeraora, Latias finde ich beide geil. Aber ja, so insgesamt, so als Synergie-Team insgesamt, so schwierig. Wäre ich auch bei 5, muss ich sagen. Alright, dann gibst du insgesamt 28 Punkte. Ich vergebe 25, wie die letzten beiden Kader auch. Also alle Kader, die wir jetzt nach der Pause gerankt haben, haben von mir 25 Punkte bekommen. Keine Ahnung, was das soll. Und dann sind wir insgesamt bei 53 Punkten. Und er sortiert sich damit zwischen die Kader von Niklas und Max ein. Ja, jetzt streckt hier gerade meine Maus. Jetzt haben wir es wieder. Dann schieben wir den doch auch einfach mal dahin. Und ist auch wieder ein grundsolider Kader. Ich frage mich, ob irgendjemand überhaupt einen schlechten Kader gedraftet hat. Oder einen Insane. Oder ob wir wirklich nur zwei Tiers hier nutzen werden. Das
Müssen wir mal schauen. Wird auf jeden Fall noch spannend. Ja, da würde ich sagen, machen wir gleich direkt weiter.